Hey, hat da jemand einen Lasergun Gesundheit. abgefeuert? Habt ihr das gehört? Nee. Aha. Lasergun. Aua! Was war denn da? Du bist voll gegen die Tor gelaufen. Das passiert mir auch immer ständig. Ganz da. Ich will mich als erstes umziehen. Nicht vordrängeln. Als erster da. Gibt's eigentlich auch so ein Korsett vor den Arsch, damit er gestraft wird, Biggie? Möchtest du mir etwas sagen, Dex? Soll ich dir nur helfen? Also, es ist zwar leider rot, aber ja. Was ist das denn? Ha. Vicky, komm doch nochmal wieder. Los, Vicky. Vicky ist jetzt bei dem Platz. Hallo. Hallo. Eieiei. Ei, ei. Aha. Ist ein Arschkorsett. Ist leider rot. Das habe ich noch von der Zeit vor Türkis. Also, was soll ich mal da sagen, was ich hatte, vorhatte? Ja. Vor Grün? Das. Die Lederjacke. Ach du Scheiße. Hallo Ella. Hallo. Ich hab auch eine, guck. Jetzt habe ich alle immer in farblos und so. Ja, du trägst schon wieder das gleiche. Nee, guck mal hinten. Doch. Doch. Hey, ein T-Shirt, oh, hast du voll auf. Okay. Sag halt Stopp. Wie ist denn mit dem Ding, was ich dir letztens ausgesucht habe? Aber das sieht alles das gleich aus. Aha. Ja, okay. Das ist noch gut. Passt ja auch zur Hose, ne? Mhm. Nicht? Okay. Mhm. Ella, ich glaube, so langsam möchtest du mir echt was sagen. So viele Keys, wie du in deinem Kleiderschrank hast. Soll ich weiß anziehen? Ach, das. Aber ich fand, glaube ich, die schwarze dazu besser. Mhm. Mhm. Okay, Schuhe lassen? Frage. Das entscheidet Dex. Schuhe lassen? Aha. Okay. Ich hab mir auf meine Lippe gebissen, sorry. Ich mag es auch gut gern. So. Und nun? Jetzt fühle ich mich schon mal ein bisschen besser, nicht mal so dreckig. Ja, ich mich auch. Weiß ich nicht. Kann ich auch. Mhm. Mhm. Aha. Aha. Ich hab Dex übrigens unseren Fuchsbau gezeigt. Nein. Mhm. Warum? Ja, warum denn nicht?
Hey, guck mal, ich kann auch ein paar Sachen als Frau durchgehen, mal, ne? Er hatte noch eine Idee für. Na? Was ist denn die Idee? Einer will ich aber dabei sein. Das will ich mir auch unbedingt angucken. Was ist denn für eine Idee? Naja, wir hatten gesagt, so von wegen, ne, wenn Mädels mit in die Kicke wollen und so, ein paar Aufnahmerituale und Dex meinte, ja, das ist mein Ausdenken. Kong, ich bin auf. Ach nee, warte. Hallo! Ich bin Dexteria! Dexteria! Nicht so ernst! Oh, Dex! Jetzt musst du nur so typisch so. Das musst du drauf haben. Mm-hmm. Und dann auch mit dem Finger wackeln. Und dieser abwertende Blick. Mm-hmm. okay. Das quetscht aber ganz schön was ein, ey. Ei, ei, ei. Ja, und macht ein bisschen Hohlkreuz, ne? Bitte was? Nee, er sagte so Aufnahmeding, eine bestimmte Nummer zu besorgen von einem Officer zum Beispiel. Hey, Nugs! Hallo! Weißt du, wie... ist er. Also, ganz schlechte Anmachsprüche scheinen schon zu funktionieren. Was für Anmachsprüche? Ganz schlechte. Also, der eine Officer bringt mir mein Handy wieder, meine ich so, Herr Officer, da fehlt aber eine Nummer. Und zwar ihre. Oh. Hat funktioniert. Aha, ich bekomme eine Salbe. Eine Salbe? Für deine Hämorrhoiden? Ja. Nein, kannst du mich da dran lecken? Nicht an den Hämorrhoiden! Hey, cool. An der Salbe! Nein, nicht vor Hämorrhoiden! Ja, aber ich glaube, sie hat eben verstanden, sie kann an deinen Hämorrhoiden lecken. Mhm. Also die an meinen. Ich habe nicht mal welche. Bist du sicher? Aha, willst du nachgucken? Nee. Hose schön anbehalten. Geh weg, Dex. Wenn du jetzt nicht so jetzt aus, dann schneide ich sie dir raus. Heiße ich? Ach, verdammt. Ich war ja im Krankenhaus, verdammt. Ich hab nur die dabei. Was mit Maya ist die da? Hab ich auch noch nicht erreicht. Also ich habe ihr geschrieben gehabt, noch nicht versucht, aber ich dachte, sie ruft schon an oder meldet sich, wenn sie da ist. Nee, Telefon ist aus. Nix gehört. Ja, Juan habe ich vorhin versucht. Wen hast du? Juan? Ja, die hat mir auch noch nicht geantwortet. Was ist denn heute los? Heute habe ich Zeit. Ela. Wer war der Pläne schmieden? Können wir das gleich ausprobieren, dass einer von euch das macht? Beim Kopf? Aha. Das ist zu leicht. Hm. Ja, warum wenn ich so schaffe, eine Nummer von einem der Polizisten zu kriegen, ja, gibst du die Haare rosa für den Tag. Ah, ah. Oh, doch. Ah, ah. Sollte ich einen Korb kriegen, rasiere ich mir die Haare ab. Ich brauche eine Nummer von einem Cobra. Ja, welche? Ist egal. Nimm Hagebell, habe ich schon. Ich nehme von einer Frau, warte. Ja, dann rufen sie also. Er sagt jetzt irgendwem von wegen, gib ihr nicht die Nummer. Komm, glaube ich auch. Schummeln gilt nicht! Schummeln ist nicht! Dex, Schummeln ist gemein. Bleib stehen! Bleib stehen! Jetzt lass es. Eieiei. Der ist ein Arsch. Mhm. Kann ich mal mit fairen Mitteln spielen? Ich meine, ich würde eine Glatze in Kauf nehmen, ja? Ja, gerade deswegen. Er will dich wahrscheinlich mit einer Glatze sehen. Mhm. Ich habe keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Ich fahre bei dir mit. Aber Dex hat den Schlüssel. Ernsthaft? Ja. Ach, Anna. Ja, ich muss dringend Schlüssel nachmachen. Aber das mit der Nummer besorgen, finde ich ganz cool. Dex, gib mal kurz den Schlüssel.
Hey, ich habe die offizielle Erlaubnis, dass ich probieren darf, die Frau Bale anzubaggern. Vom Herrn Bale. Der hat eine Frau? Ja. Ach, echt? Scheiße. Frau Bale. Frau Bale ist auch Polizistin? Ja, die ist den Frau Stark früher gewesen. Ach du Scheiße. Ah, Frau Stark. Und da habe ich jetzt den offiziellen Erlaubnis, dass ich die anbaggern darf. Der ihre Nummern so bekommen. Hast du die Nummer nicht? Nee. Von dieser NASA Pazizi, wie ist die alte? Natsaki, da habe ich die Nummer. Eieiei, wollen wir uns das angucken, Vicky? Mhm. Alles klar. Ja, und Vicky muss auch jemanden anbaggern. Vicky, du musst einen Herrn Bale anbaggern. Nee, mit dem hast du gerade telefoniert, ich bin nicht blöd. Nee, ich habe nur gesagt, dass ich das schon. Mit der Leitstelle, O'Connor. Nee, ich nehme jemanden, der da ist. Du nimmst einen Davis, der da ist. Ja. Ruf den auch ins Pedi. Nee, der muss schnucklig sein. Ansonsten habe ich da schon gar keine Lust drauf, den anzubaggern. Herrn Blagge. Blake ist nicht so hübsch. Vielleicht ist Fifi Morris. Da. Oh, Morris. Oh mein Gott, den machst du völlig verrückt. Ist Morris da? Ob der irgendwie im Erdboden versinkt, wenn man den so ein bisschen anmacht? Genau. Zu zweit der einfach so in die Luft geht oder so? Eieiei. Oh, das ist ganz schön mies. Ja, wie machen wir das jetzt mit dem Auto? Ella und ich fahren und du fährst mit meinem Fahrrad? Tag auf, ich fahre mit dem. Ach nee, scheiße. Wer hat einen Viersitzer? Ich habe einen Viersitzer. Wir könnten sonst mit Schleifi fahren, aber. Schleifi ist schwarz. Ja. Aber mit Schleifi. Schleifi. Dann zur Garage. Ab auf! Zur Mission! Baggern! Ich kann das gar nicht mehr. Das habe ich verlernt. Ich lerne jetzt von euch. Hey, Hagebell! Ich muss deine Frau anbaggern. Ja. Weil, wegen Wette. Ja, ich will keine pinke Dreads haben. Mir ihre Nummer klären, die ich nicht habe. Aber er darf sie nicht vorwarnen. Sag aber ihm du das. Aber darf sie nicht vorwarnen. Aha, sag gerade Ella. Aha. Danke. Den Frau muss ich eine Glatze machen. Ja, und ich hätte pinke Dreads haben müssen. Entweder Ella oder Vicky. Aha. Mit was vom Spruch kann man bei der Frau Bale Dex, mittlerweile Schnauze, landen? Schnauze, Dex, keine Tipps. Scheiße. Keine Tipps. Auflegen jetzt. Duck muss leider auflegen. Dex? Sag es! Vicky, wo bist du? Koryat. Koryat, Dex. Ah, du Scheiße. Koryat? Ja. Wir holen dich. Gut, bis gleich. Gleich. War denn jetzt. Ach, da hinten. Wo ist sie denn hingefahren? Keine Ahnung. Ja, Hagebell, ne? Ich hoffe, du bist gleich im PD mit ihr. Bis gleich, harte Schoß. Er hat gemeint, ich soll sowas voll Schnulziges sagen wie: Find dich mega süß, du könntest meiner schon im Süßigkeitenladen arbeiten. Eieiei. Dann habe ich mir gedacht, nee, scheiß Tim. Aber die Nummer muss man schon mit Flirten bekommen und nicht, ich brauche ihre Nummer, weil, keine Ahnung, ich habe ein Anliegen oder so, keine, ne? Also es muss schon durch Flirten Nummer kommen. Muss man mit Flirten bekommen.
Ja, oder nicht? Vicky? Ja, schon. Ja, okay. Ist ja schon noch ein Unterschied. Wo parke ich denn jetzt am besten? Vielleicht hier rechts auf dem Bürgersteig? Habe ich so Probleme mit dem Auto. Geht nur mit viel Schwung. Ja, verständlich. Was ist die Strafe, wenn jemand das nicht schafft? Ja, Glatze für euch. Alles klar, Ella, machst du mit? Boah. Keine Glatze. Natürlich. Jax auch, ne? Ja, ich muss auch eine Glatze machen. Auch keine Glatze. Ich hab gedacht, pinke Dreads. Ja, irgendwie was Farbliches. Abend. Ach Mensch, Herr Geier. Hallo Herr Geier, wie geht's Ihnen? Hallo. Ella, ja, lange nicht gesehen. Gut, danke. Ella. Ja, stimmt. Wie geht's Ihnen, Frau Jones? Ja, soweit, ganz gut. Ja, freut mich. Wieder einen schicken Modestil. Ja, danke. Ich schwöre danke. Dir, wenn du jetzt nicht gehst, was dann schneide ich dir eigenhändig ab. Herr Geier, wir sprechen später. Mensch, was? Na Zöpfchen, was geht ab? Eine Jetlock hängt irgendwo, wo sie nicht hängen soll. Du brauchst auch mal wieder welche. Nein, ich? Bitte nicht. Ja. Der Kollege sieht gut aus so mit den Haaren. Ich glaube, haben Sie was an Ihren Haaren gemacht? Sieht gut aus. Wer, ich? Ja. Danke. Soll ich jetzt noch auf Vicky warten oder soll ich es jetzt schon probieren? Ja, leg los. Also. Hm? Frau Bell. Ja. Sie haben heute aber eine hübsche Uniform an. Vielen Dank. Hat die Ihr Mann gebogelt? Nee, tatsächlich mache ich das selber. Darf ich dir mal bei Bogeln helfen? Können Sie das denn gut? Ja, ich bin super am Bogeln. Ich habe meine Alte auch auf das gebogelt. So, so. Aha. Okay. No. Ach, Frau Bell. Mhm. Wissen Sie, was ich schon immer Ihnen mal sagen wollte? Was denn? Sie haben ein sehr hübsches Gesicht. Ich würde sagen, Dankeschön. Erledigt, ne? Nee, da war kein Augenzeuge dabei, nicht erledigt. Natürlich. Hey. Können Sie ihn denn mal auf ein Essen einladen? Dann kann ich Ihnen das auch mit dem Bogeln zeigen. Nach dem Dienst natürlich. Vielleicht mal auf einen Kaffee erstmal. Kaffee? Ja. Das ist ein abgekabeltes Spiel. Was abgesprochen? Glaub ich nicht. Doch, ich glaube schon. Weiß ich nicht. Was vor ein? Was? Ein Kaffee? Ich trinke ganz normal Kaffee mit Milch. Ja, aber das Scheiße, da hinten ist ein. Da macht er jetzt nicht gerade die Frau von dem Typen, ja, der das an ist der aber steht. Auch nicht. Nein. Also nicht sagen, dass das echt ist. Ist das der Bay? Ja, natürlich ist das der Bay. Oh, trinkt lieber ne Kaffee von einem richtigen Barista. Bitte was? Das ist der, der den Kaffee macht in so einem Café. Kann auch selber Kaffee machen. Ja. Aha. Ich mache Ihnen den Kaffee und Sie geben mir Ihre Nummer. Ich weiß nicht. Warum? Eigentlich gebe ich dir ungern einfach so raus. Oh, bitte. Glatze. Glatze. Glatze, Glatze. Glatze, Glatze. Ich zeige Ihnen auch, wie man ganz super Kaffee macht mit dem Bogeln. Bitte schon aufdringlich. Okay, wir können ja vielleicht nochmal ein bisschen erstmal schnacken vorher. Aber. Keine Ahnung. Max! Ah, zum Friseur! Halt die Schnauze da hinten! Was tuscheln die da so? Weiß nicht, die haben heute irgendwie. Sind Nummer 5 dann, ne? Was?
Nix, alles die gut. Die labert Bullshit. Wir können es auch so machen. Die bekommen ihre Nummern, dann können wir nochmal eine E-Mail schreiben, wie wir, was wir dann machen wollen. Dann kann ich mir was Gescheites überlegen. Ja, wir können ja... Ja, wenn wir ein bisschen erstmal schreiben, dann können wir erstmal weitersehen. Wirklich? Okay. Dann hab ich bestimmt noch irgendwo eine Visitenkarte. Unfassbar. Dankeschön. Bitteschön. Ja, da steht aber noch stark. Ist ein alter. Ja. Aber die Nummer stimmt noch. Die stimmt noch. Jetzt wirklich geschafft. Unfassbar. Danke, ja, gut, Frau, du bist dran, ne? Ja, Frau Bale. Bitte schön, Dex. Du bist ja raus. Du ach. Penner! Wow. Wow! Also ich hab's eben auch schon geschafft. Oder ist der Morris geil. Da? Morris? Nee, ist er nicht. Ist Rabe da? Nee. Auch nicht mehr. Er ist nicht mehr rumzukriegen. Wow, wie wolltest du das nicht geklappt haben? Hä? Die sind, Was ist mit dem Herrstag? Einsatz gerade. Ja, ich glaube, der ist nicht schwer rumzukriegen. Ich glaube auch nicht. Nein, das ist wirklich nicht schwer. Oh! Spricht jemand aus Erfahrung? Ich meine, ich habe den... Ich habe den simpelsten Spruch gebracht. Er bringt mir mein Handy wieder, nachdem ich den Hauptsatz abgesetzt habe. Meine, da fehlt eine Nummer. Und zwar ihre. Und dann bringt er mir seine Karte mit. Oh Gott. Oh Mann. Eieiei. Ja, von Geier habe ich schon mal jetzt auch. Ja, warte, Ella, das war ja abgesehen. Geier. Ja, von Geier ist aber auch nicht schwer. Ah. Nee, Geier sammelt die Nummer. Danke für dein Host. Ja. Dankeschön. Also, du bist jetzt Nummer 86 oder sowas. Achso, hallo Herr Geier. Da hat er recht. Ja. Da hat er recht. Habt ihr hier eine kleine Wette am Laufen oder wie kann ich das verstehen hier? Nein! Es war ein abgekadertes Spiel, Vigi. Gar nicht. Ich hab mit dir. Ja, ne? Danke für die Nummer. Bitte schön. Ja, Ella, du machst jetzt hier beim Herrn Bale. Ja, der weiß das jetzt. Ja, toll, der weiß das. Nicht weiß. Was weiß ich? Können Sie einen Ihrer Kollegen noch hier irgendwie abstellen? Die sind gerade alle im Einsatz. Oh, das ist bitter. Was ist mit dem Herrn Blagge? Der da? Ella, du kommst da nicht raus. Einsatz. Du musst auch noch. Oh. Wenn du es nicht schaffst, kriegst du aber eine Glatze. Aber ist der da? Was? Eine Glatze? Weißt du, die eigenen... Ja, der, ja, ja. Der einer Kopf von den beiden Vögeln. Muss eine Glatze einer sich machen da, lassen. Ja. Ich danke kannst Ihnen, du dass den meine später Jones hat sich extra so eine Schale geworfen, deswegen, ja? Was? Ja, warte nee. Mal, ich kann ihn mal anrufen. Nee? Ihr neues Ausgeh-Outfit, oder? Ja. Eine kleine Typveränderung. Genau. Wissen Sie, Mode. So wie Sie auch. Ja, ja, klar. Kann so unterschreiben, ja. Ja. Atmen, Vicky. Puh, Vicky, atmen. Ich war gerade nur so, ja. Ja, war wieder das Meerschweinchen, so, das verfolgt ja, mich heute schon. Das Meerschweinchen wird wahrscheinlich gleich in die Kleidung von Herr Geier mitverarbeitet. So als weiß ich nicht, so Ohrenschützer. Muss aber ein großes so. Meerschweinchen sein, ja? Ja, für die Ohrenschützer. Aber Herr Geier, ist hier nicht ein bisschen warm? Kommt jemand. Ich bin von Grund aus. Es kommt nee, der Ella. Dein... Der ist eiskalt. Wer kommt ja. denn? Wegen... Also wer erscheint? Ella. Wow. Der Herr Blake kommt. Herr Blake! Ach du nicht. Scheiße. Viel Spaß, Ella. Ich sehe schon die Glatze bei dir. Oh nein, bitte nicht. Ich will gar nicht Glatze. Oh, nö, das würde ich nicht sagen. Der Blake ist einfach. Ach so, sprechen aus Erfahrung? Ja, diverse negative Erfahrungen, ja. Oha. Scheiße. Ich glaube, Bale wäre ein super Kandidat gewesen. Ich? Das ist richtig. Ja, eigentlich müsste das wirklich Morris sein, ohne Witz. Oh, Morris, denke ich das Zittern in der Stimme, wenn er mir gegenübersteht. Ja. Das ist putzig. Bei dem Outfit definitiv. Ja gut, ich meine jetzt nicht wegen dem Outfit. Wir ziehen Dank mal ab. Noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Oh, tschüss. Ich habe eine neue Nummer. Eine neue Nummer. Fange ich an wie Herr Fischer. Ja, Frauennummer 753, ne?
Der hätte ja bei manch einer sonst geklappt haben, ne? Bei Herrn Fischer. Geier. Witzig. Wow. 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 Was macht ihr Event-Gedöns? Man hört gar nichts mehr davon. Naja, drei Events habe ich ja schon hinter mir, ne? Das letzte war die Talentshow, die ist noch nicht so lange her. Talentshow? Okay, die habe ich wohl verpasst. Nach dem AirTag war das war die Talentshow. Und jetzt kommt das nächste. Mal gucken, ich habe mich noch nicht entschieden. Der Gewinner, was hatte der für ein Talent? Singen. Okay. Oh, hey. Da kommt jetzt ein Auto. Weiblich, männlich? Weiblich. War zufälligerweise eventuell schon mal bei Ihnen irgendeinem Event tätigen? Hat ja, Alice. Okay. Mhm. Ja, habe ich von gehört. Ja. Viel Spaß jetzt. Ja, Dex ist noch nicht da, ne? Dann kommt er. Wo ist denn Dex? Wem auch immer der Dodge Charger gehört, der möge bitte einsteigen. Ich glaube, das Licht brennt noch oder haben Bremse so. Ja. Das ist, glaube ich, von Dex. Ich weiß gerade nicht, Dex ist. Dex! Ah. Oh, ziehst du mal deine Handbremse an? Ladeschoß. Wenn ich auflegen möchte. Oder ja, du probierst es noch beim Davis, Ella. Du ziehst erstmal die Handbremse an, ne? Danke der Nachfrage. Handbremse anziehen. Dex. Wie ich sehe, sie auch. Handbremse anziehen. Ich hab's befürchtet. Der will jetzt was von mir. Also ich möchte nichts von Ihnen. Seien Sie beruhigt. Herr Blake? Der gegenüber? Herr Blake ist hier drüben. Moment. Dann nochmal. Davis, du Arschkrampe, was geht? Herr Blake? Was? Was geht, habe ich gefragt. Bitte, das geht auch ein bisschen netter, ne? Das war daran jetzt nicht nett. Also, verstehe ich jetzt nicht. Ja. Hast du wieder für ein geiles Outfit an? Wo ist deine rote Hose? Nicht drüber reden. So, von... Ja, Herr Blake? Ah, jetzt! Ja, hi. Hallo! Die rote Hose ist erstmal Geschichte. Ja, ich weiß. Was? Woher weißt du das? Ich hab grad hier. So, weil jetzt. Ich an dem Abend im Dienst war, als. Ist ganz schön warm heute, oder? Aha. Stimmt. Ja, finde ich allerdings auch. Boah. Jetzt hast du mich wieder dran erinnert. Haben Sie neues Tattoo? Ja, Red-Port-Hose, ne? Nee? Ja. Das kann ich noch gar oder nicht. Meinen Sie den anderen, Herr Blake? Irgendwelche Kollegen Nein, einem, ich meine schon schneidern lassen. Eine neue. Nee, ich hab kein neues Tattoo. Ich kann mich aber nur an die Kollegen erinnern. Ist mir das vorher noch gar nicht aufgefallen, aber steht Ihnen gut. Bubis. Oh. Ah, ja. Aber rote Hose passt gut zum Wort tote Hose. Sind Sie heute schon lange im Dienst? In der Hose nichts Totes sind das. Tatsächlich nicht. Alter. Circa eine halbe Stunde. Stock im Arsch. Oh, Herr Geier ist ganz schön. Stock im Arsch. Was ist mit Herrn Geier los? Ja, Herr Blake, Sie haben auch keinen Stock im Arsch, oder? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, ob Sie einen Stock im Arsch haben? Herr Blake! Das können Sie doch so nicht sagen. Aha. Glatze. Bleib noch Glatze. Witzeglatze. Ja, wurdest du. Ach nee, machst du jeden Abend, ne? Herr Blake? Ja. Dürfen Sie eigentlich auch kurze Hosen tragen im Dienst? Nee, gehört nicht zur Uniform. Oh, das würde Ihnen mal bestimmt gut stehen. Aha. Warum? Damit du die Lauchbeinchen siehst. Lauchbeinchen? Halt dich raus, Dex. Also, ich finde, die sind. Die sind schon ein bisschen muskulöser. Scheiße, das habe ich ja geholfen. Verdammt! Also ich würde sagen, die sind muskulöser. Also sie sehen auch so aus, wenn sie Sport machen. Machen sie doch, oder, Herr Blake? Ja, richtig. Ja, ich bin auch gerade dabei, ein bisschen zu trainieren. Okay. Weil Sport muss ja mal ein bisschen sein, ne? Und dann den dritten Schwimmring. Dex, klappe jetzt. Ja, der beleidigt mich immer. Er meinte, ich hätte einen Schwimmring. Habe ich einen Schwimmring, Herr Blake? Sie dürfen auch genauer gucken. Ehrliche Antwort. Ich gebe keinen Kommentar ab. Also, warum nicht? Also Sie können sagen, nicht ohne Ihren Anwalt, aber ich kann auch Ihr Anwalt sein. Ja, ich weiß. Ist kein Problem, dann dürfen Sie reden. Ich enthalte mich. Wieso enthalten Sie sich? Ich kann das ab. Wirklich, ich mache ja gerade Sport.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Machen Sie regelmäßig Sport? Ja, minder. Sie können mal mitlaufen kommen. Ich habe morgen schon einen Physiotermin bei Frau Walker. Physiotermin? Psychologische Physio. Was haben Sie gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich soll geistige Unterstützung für eine Freundin sein. Geistige Unterstützung für eine Freundin? Ja. Das ist nicht der Physio, ne? Nur so zur Information. Ja. Nein, aber ich finde das gut. Egal. Ich find das nicht. Frau Walker hat gebeten, dass ich dabei bin, also mache ich das auch. Oder eher zum Psycho. Könnt ihr euch mal alle raushalten? Er hat eine Mission. Wenn sie nicht auf Henker, ja. Das ist Herr Geier, was erwartet man? Ja, das dürfen Sie jetzt nicht so laut sagen. Was hat er gesagt? Was sollte ich nicht sagen? Herr Geier, Sie haben es ja eh nicht gehört, also passt das. Aber Herr Blake. Ja. Wenn Sie morgen psychische Unterstützung geben, dann können Sie mir ja körperliche Unterstützung geben. Okay. Wofür brauchen Sie denn körperliche Unterstützung? Beim Sport. So. Beim Laufen. Sport. Ja, habe ich doch eben erklärt. Weil ich muss ja mein Hüftspeck ein bisschen abtrainieren. So wie Deck sagt, habe ich ein bisschen Speck. Gibt's auch andere Methoden als Laufen. Ja, aber dafür habe ich niemanden. Naja, Deck versteckt ja, seinen Speck ja sehr erfolgreich. Was? Nee. Ja, was meinst du, warum der so eine Weste trägt? Der hat doch eindeutig seinen Speck zu verstecken. Wer, der Geier? Nee, Dex! Achso, Dex! Ja, mit dem mache ich auch mal Sport. Der hat nicht mal ein Sixpack, hat er. Nee, der hat deswegen trainieren wir ja auch. Ich habe ein 8-Pack, deswegen habe ich kein Sixpack. Aber wissen Sie, ich glaube, Herr Blake, dass Sie ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben als Dex. Deswegen wäre ich dafür, dass wir mal zusammen joggen gehen. Was halten Sie davon? Aha. Eieiei, ich guck dir die Luft an. Naja, ich bin so der Jogging. Geier! Nicht der Jogging-Typ. Nix gesagt. Nee. Naja, wir können es ja auch so machen. Ich schreibe ihm einfach mal eine SMS, wann es mir passt, und dann gucken sie, ob sie zufällig Zeit haben. Okay. Dann müssen sie mir nur ihre Nummer geben, weil ich glaube, ich habe ihre Nummer. Sie haben doch schon meine Nummer. Nee, ich glaube, ich habe ihre Nummer nicht. Die müssen sie mir nochmal geben. Sie haben meine Nummer schon, das bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann schreiben sie mir mal eine SMS. Das zählt nicht. Nee, wenn du die Nummer schon hast, ist es langweilig. Ja, Ella, du bist raus. Sehe ich genauso. Nee! Glatze. Glatze. Ella, nein. Weißt du, was ich dabei habe? Nein. Pferde. Nee. Wäre die eigentlich von oben oder unten rum, Glatze? Was? Ja. Also ich hoffe, unten rum hat sie eine. Natürlich. Ihr seid aber ganz schön fies, Ente, ne? Anstand ist was anderes. Ich glaube, da kommen noch mehr. Nee, doch nicht. Ich finde, das zählt. Das zählt nicht, Ella. Nee. Oh Mann, doch! Ey, das war voll schwer! Du hast die Nummer davor schon gehabt. Das wusste ich aber nicht mehr. Das war voll schwer. Hier steht auch noch einer. Hier. Ja, der hat das doch mitbekommen. Das ist doch jetzt... Hacke. Wie kommt der Haar denn? Oh. Mal, das ist ein Hausverdeckchen. Nein. Nicht. Alter, das zählt nicht. Wir sind bei dem. Bei wem? Bei dem Bärchen. Oh nein! Da wird mir doch schlecht bei. Wo ist er gesagt? Alter, geh jetzt. Ich hol den Rasierer raus. Oh Gott. Entweder Rasierer oder nicht. Guten Tag. Hallo. Hallo? Ich kann mir vorstellen, das ist Frau Jones' beste Anwältin im Staat. Geben Sie ihre Nummer. Nein. Nee. Solltest du Handynummer tauschen? Bitte? Handynummer tauschen oder warum, du Fragen? Na, ja, eigentlich wollte ich. So eigentlich wollte ich nur wissen. Freunde haben. Nummern als Geschichte. Klär dir. Da setzt schon Staub an, würde ich nicht machen. Außerdem, sie sehen mir schon sympathisch aus, muss ich sagen. Ja, sie hat eine schicke schön. Jacke. Nimm mal die Mütze ab, Wojtek. Dann mach ich dich noch. Willst du mein Haarpracht sehen? Ich möchte sehr gerne. Dein der hat bestimmt auch eine Glatze wie Ella bald. Gut, ne? Darf ich sie was fragen?
Glatze machen viel Arbeit. Polieren Sie Ihre Glatze. Immer schön. Das ist eine intime Frage, das fragt man eigentlich nie. Ich habe Sie nicht verstanden. Ob Sie Ihre Glatze polieren? Natürlich, dreimal am Tag, nach dem Zähneputzen. Und womit? Mit einer Poliermaschine. Poliermaschine? Ja. Das schöne christliche Zeichen. Ein Flexgerät. Ein Flexgerät? Mache ich Mikrofasertuch drauf, poliere ich mit Polierer. Eieiei. Kann man das mal sehen? Nö, habe ich zu Hause im Badezimmer. Lade ich dich ein. Da laden Sie mich ein. Dafür brauche ich Grenoir. Hey, Papi. Das war viel zu einfach. Bitte. Ja, würden Sie mir Ihre Nummer geben? Natürlich. Ja, dann geben Sie mir doch mal eine Visitenkarte rüber. Ja, da habe ich nicht. Ich muss geben Nummer. Ja, das ist gar kein Problem. Schreibe mit. Ja, Moment. Da oben auf Tresen ist Kugelschreiber. Ja. Und da gib ein Handy. Ja, hauen Sie mal raus. Wimpf, wimpf, wimpf. Ja. Verschluck dich nicht. Ich kann nicht. Hast du dich verschluckt? Bist du schon so weit? Ja, dreimal die fünf. Mhm. Warte. Okay. Ich hab's mal aus dem Konzept gebracht. 0669. 0669? 64. 64? 8. Geht nicht. 8? Nee. 5-1? Dich doch immer lang nur Luft. Und wie ist denn dein Name? Wojtek. Wenn Sie bitte aufgehören, irgendwelche sinnlosen Kommentare Wojtek? Wojtek. Soll ich buchstabieren? Ja. Ist schon okay. Wojtek. Ist hier am besten enden, wenn er sich versteht. Wojtek. Ja, Wojtek. Ja, Wojtek. Ich woll. Wojtek. Soll ich mal buchstabieren? Vielleicht ist es einfacher. Okay. O-I-Tex. Warte, Moment. Zeig ich mal. Ja? Hast du? Ja. Mhm. Oh. Oh? Oh? Tag. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Ja? Und zum Schluss an. Habt ihr eine Schlange? Okay. Wojtek, wie man spricht, ganz einfach. Okay, gar kein Problem. Gut. Ich guck mal, ob ich sie... Nee, pack die Schlange wieder ein. Ja, klingelt, ne? Guten Tag. Ja, Wojtek hier, hallo. Hallo, Herr Wojtek. Hallo. Wie, das ist dein Vorname? Gut, gut. Ja, vielen Dank für die Nummer. Du hast einen Nachnamen auch noch, schreib so auch auf. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch ein wunderschönes... Wunderschön, ja, Tutorial, finde ich super. Nee, ich bin gespannt. Machst du so Beauty-Videos oder warum interessiert denn? Ja, ich mach Beauty-Videos, das ist richtig. Wunderbar. Das ist mein neuer, ich orientiere mich um und mach jetzt Beauty-Videos. Verdienst du Slotty damit? Eben Sport. Was verdiene ich Slotty? Slotty. Slotty. Penunzas. Ja. 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 Gut. Sie bringen bestimmt Millionen. Leistung. Ja, danke. Ist auch lecker. Ja, ja vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dich auch. Danke. Sehr. Zu einfach, zu einfach. Warum war denn hier? Das erzählt nicht. Blacke hat dir geholfen. Nicht. Andere Frage noch. In Runde. Ich habe euch geholfen. Ja. Haben Lastkraftwagenfahrer unter uns. Ei, ei, ei. Kaufen nee. LKW. Oh. Vom LKW Lastkraftwagen. Gute Kondition, günstig Angebot. Gute Leistung. Gute V8 Preise. Motor. Kaufen. Ich brauch nichts Interesse. Gibt's hier ein Bad, um sich frisch zu machen? Bitte. Ach ja, kenne ich noch von Herrn Fischer und Phoenix. Ich bin gleich wieder da, ja? Ich war nicht auf Klo. Ich war mir nur Gesicht waschen, weil mir so warm ist. War das Flirten?
Einmal bitte. Bella, wir haben noch einen Kandidaten für dich, da der so einfach war. Warum? Der mit seinem Pferdeschwänzchen. Ja. Er ist in den Projektorraum gerannt. Ist das Jupp? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Was weiß ich? Kenne ich alle hier von euch? Wer ist denn das mit dem Pferdeschwanz? Keine Ahnung, du bist öfters hier als ich. Verantwortest du mir. Touché. Touché. Wow. Wenn man nicht durch Altenheim ausgebrochen. Dann mach ich mir Sorgen. Was klopft hier? Ne, hab eine Frage an dich. Was klopft? Altenheim, Freigang. Weiß nicht. Oh. Das ist doch abgekartetes Spiel. Dex war ihm vor und dass er Nein sagt und ich nicht Klasse kriege. Nein, sag ihm das jetzt, dass er rauskommen soll. Mann, das ist gemein. Ich habe schon zwei angeflirtet. Oh. Und nun? Haben Sie durchaus gut gemacht, Frau Jones. Ich bin stolz auf Sie. Danke, Herr Geier. Das muntert mich direkt auf. Polizei. Ja, bitte. Der Rentner hat vorhin seinen Pipi-Beutel vergessen im Altenheim. Hä? Habt ihr sowas? Nee, leider nicht. Was machst du? Mann, hab ich alles wichtige voll Frage an dich. Wenn du nochmal reden darfst, mach ich deinen Ohren Wäschetrockner. Was denn, Vicky? Lass uns mal ein Spiel spielen, über mehrere Tage hinweg. Und wenn ich du wäre. Oh Gott. Vicky, die wurde vorgeworfen. Ja, ich kenne das. Das wollt ihr nicht wirklich machen. Ja, wirklich? Ihr lasst uns das machen. Du kannst doch gerne anfangen. Wenn ich du wäre, über mehrere Tage. Ach du Scheiße. Nee, ich finde viel lustiger. Der eine gibt einem drei Wörter vor und im nächsten Gespräch muss er die einbauen. Ja, das kann eine Aufgabe sein. Nee, wie zum Beispiel, wenn ich du. Nee, warte. Nee, das mache ich nur zwischen Gespräch musst Ella. Du einmal den Wäschetrockner, einmal den Tampon und den. Das mache ich nur zwischen. Also mit Ella, also nicht mit dir, weil du. Dir fällt Kacke ein. Ella ist da nicht so kreativ. Nein, warte. Das muss Ella jetzt im nächsten Gespräch bringen, damit die keine Glase bekommt. Also einmal den Wäschetrockner. Nein, das machen wir Ella nicht, du bist raus. Fing dich. Keine Frau, kann sich mitmachen. So. Komm, Dextina. Dextina? Dann musst du aber auch so sprechen wie Dextina. Nee. Klemm ich mir wieder was ein, dann tut es danach weh. Da bin ich Wiggis Berater. Okay. Aha, aber Ella ist zuerst dran. Ja, die muss als erstes die Sachen in Wort einbringen. Nee, Ella darf zuerst eine Aufgabe stellen. Ach so. John ist da. Wer ist John? Die mit dabei war bei der Geiselnahme. Oh, ach. Hier vielleicht nicht zu laut sagen. Ja. Geiselnahme, was? Was? Wie? Nee. Was? Nee. Weiß was? Ich. Was? Was? Nee. Was ist das passiert, wann? Kann ich gar nicht verstehen. Hä? So. Ich muss anfangen? Ja, du musst mir eine Aufgabe stellen. Hey, ich also, bin wenn ich du Berater. Wäre, dann keine Ahnung was. Ich bin für beide Berater. Okay. Warte, wir müssen beiseite gehen. Darf ich gehen? Ach, wirklich? Na gut, dann darf sie dabei sein. Wenn ich. Okay, Dex. Er geht raus. Mach das. Wir können auch aus der PD rausgehen, müssen ja, hier nicht stehen. Ja, hat er. Dex! Okay. Also ich würde sagen, also wenn ich du wäre, würde ich als Antonia dem Typ mit dem Pferdespann versuchen, den auf eine heiße Nacht einzuladen. Oh, ist das mies. Aber dann wird sie mir auch was richtig Krasses reinwürgen. Nee, ich helfe ihr doch dann beim Entscheiden. Sie wird mich hassen. Nee. Wäre doch was Gutes, oder nicht? Puh, ja. Als Antonia. Okay. Hol sie. Und jetzt? Also. Ella? Du darfst mich nicht hassen. Mhm. Du darfst mich nicht hassen, okay? Versprochen?
Hau raus. Wenn ich du wäre, würde ich als Antonia den Typen mit dem Pferdeschwanz um eine heiße Nacht bitten. Alter, das heißt, ich muss trinken. Kannst ja auch so tun. Ja gut, das kommt jetzt ein bisschen dämlich, ne? Ist ja egal. Stand er ja gerade normal drin, ne? Ist ja Wumpe. Ja, jetzt bist du Antonia. Jetzt bist du Antonia. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube ich nicht. Oh, weh. Wirklich? Ja. Ja, ich hasse dich. Ich weiß. Du bist noch keine komplette Antonia. Du bist doch nicht komplett Antonia. Uiuiui. Du bist doch nicht komplett Antonia. Oh, hast du abgefühlt? Oh. Du bist doch nicht komplett Antonia. Ah, das Auto steht auf anderen Seite. Da fehlt noch was für Antonia. Das wirklich, oh, muss ich wirklich? Mhm. Ich seid so kacke. Wo sind denn du mit so dem Pferdeschwanz? Gib mir die Hose. Ey, warte, Ella. Bin mal ruhig. Okay. Warte, komm hier an die Seite. Okay. Komm, man kann dich mitnehmen nach Hause. Was gibt's denn, der Herr? Ja, komm mal her. Ich bin doch da. Okay, okay, bitte. Okay, Ella. Ja. Du möchtest mir jemanden vorstellen. Wen möchtest du mir vorstellen? Du Piesmann, was geht? Guten Tag. Sie sehen betrunken aus. Alles in Ordnung bei Ihnen? Bei mir ist alles bestens. Sehr schön. Aber ich dachte mir, ich habe sie so aus der Ferne beobachtet. Ja. Ich finde sie ja schon ganz schnuckelig, vor allem mit ihrem Pferdeschwanz. Alles klar, ja. Ich kann mich an sie da hinten auf jeden Fall erinnern. Schön, freut mich. Ja, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich möchte ja was von Ihnen. Was möchten Sie denn von mir? Ja, eine heiße Nacht, so zwischen, also wir beide kann ich, so. Kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Warum nicht? Weil ich sie gerade mal 2 Minuten kenne und. Finden Sie mich nicht attraktiv? So einfach bin ich nicht zu haben. Willst du damit sagen, dass ich hässlich bin? Das habe ich nie behauptet, junge Dame, aber so einfach bin ich nicht zu haben. Oh, jetzt haben Sie Antonia aber traurig gemacht. Das tut mir tatsächlich jetzt leid. Sie Trosen gehen. Ich kann mich ja. Guck mal, die haben doch voll den heißen Buddy. Und guck das mal, mag ja sein, aber trotzdem. Aber guck mal, du bist doch ein Mann. Einmal wegstecken und weiterschicken. Trotzdem werde ich mich. Bleibt unter uns, Bruder. Was bleibt unter uns? Nein, ich werde mich auf keine heiße Nacht nach 2 Minuten Kennenlernen einlassen. Das ist nicht mein Stil. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil ich tatsächlich die Menschen, mit denen ich eine Nacht verbringen würde, vorher vielleicht ein bisschen näher kennenlernen möchte. Und dann hast du halt davor noch mit ihren Essen oder sie kennenlernen und dann... Aber ich habe eine Idee, sie könnten mir ihre Nummer geben. Ich ihre Nummer? Ich meine, also ich ihnen meine Nummer, das ja. Kann ich tatsächlich tun, ja. Kommen Sie mal hier rüber. So, ich habe mir nämlich extra, als ich hier den Dienst angetreten habe, so schöne Karten anfertigen lassen. Ach, bitte vielen sehr. Dank, Herr Goodman. Ja, wer sind Sie? Mit wem Ella kann ich Jones. Hier ansprechen? Ella Jones. Ja. Von Ihnen habe ich tatsächlich schon mal gehört. Waren Sie nicht mal Staatsanwältin? Ja, das ist richtig. Inzwischen bin ich Anwältin. Ah ja, okay. Ja. Wunderpunkt. Wieso Wunderpunkt? Ja, Staatsanwältin ist ein Wunderpunkt. Das tut mir leid. Ja. Das war gar nicht meine Absicht. Gar kein Problem. Gut, ich muss dann auch erstmal weiter. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen klar. Dienst. Ja, schönen Abend noch. Du wärst und so eine heiße Frau vor mir hätte, ich hätte da nicht Ella, gib mir meine Hose wieder. So, warte, die liegt noch drin. Alter! Bitte schön. Und danke. Soll ich dir was sagen? Dafür ja, habe ich jetzt seine Nummer. Ich sollte dir besorgen. Du Miststück, ohne Witz. Ohne Witz, Alter. Pass auf. Pass auf, Ella, pass auf. Oh Gott. Ich überlege können wir uns auch beraten, Biggie? Mhm. Oh, ich hab Angst.
Komm mit, Anna. Ich muss mitkommen? Aha. Okay. Ich glaube, sonst wird gleich, wir müssen ja auch, glaube ich, weg, sonst wird, okay. Ja, bitte. Okay, mach's gut, Mr. Davis. Was ist los? Hex, ich muss nur mein Auto umparken, weil der sonst abgeschleppt hätte. Ella, ich hasse dich. Warum? Hast du dir jetzt was überlegt, Vicky? Nicht, kommt irgendwann. Ja, nee, das muss man jetzt schon beide machen. Ich muss kurz eine kreative Denkpause haben. Oh Gott, ey. Bimk. Okay, Ella. Ja? Wenn ich du wäre, ja? Würde ich an einem Meeting Point. Ja? Mit dem ranzigsten Typen raussuchen. Mhm. Und den mit dem schlechtesten Anmachspruch, den du kennst oder die du kennst, versuchen rumzukriegen. Also vielleicht, dass er den Nummer gibt oder so. Oh Mann, mit dem schlechtesten Anmachspruch? Ganz billigen. Aber ich kenne keine billigen Anmachsprüche. Dann denk dir was aus. Also sowas wie... Hey, ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben oder so? Oder deine Augen passen gut zu meiner Bettwäsche. Irgendwas fällt dir doch ein. Was? Meine Augen passen? Deine Augen? Deine Augen passen zu meiner Bettwäsche. Hey, das ist gut, den muss ich mir merken. Ja. Los, Ella. So, wer von denen ist am ranzigsten? Ja, den einen Typ hast du ja schon. Hm? Was ist mit... Ach nee. Aber das ist ja alles ein Critical. Und? Gehst halt hin. Stell mich auch dazu. Was? Während die anderen daneben stehen? Ja, natürlich. Alle anderen? Ja. Den mit Muskel-T-Shirt oder wen? Ja, komm, los. Aber ich kann vorher schon noch reden, oder? Ja, natürlich. Hallo. Hallo, ah, schon wieder. Oh, so schnell sieht man sich wieder. Ja, mit meinem Glatze berühren. Deine Glatze berühren? Ja. Vielleicht mal anders. Für das gerne, Video. Gerne. Hast mal Nummer. Ja, genau. Kannst du mal so Video machen, Glatze tupfen oder so. Manchmal kommt ein bisschen Haare durch. Wo, an der Glatze? Nass rasiere. Ja. Yeah. Ach so. Zupfen. Mit diesen Zange. Ella, du kannst seine Hände wieder runternehmen. Ich tue dir schon nichts. Okay. Und jetzt? Ja, Mensch, und was machen Sie hier gerade? Verkaufen, LKW. LKW verkaufen? Hm. Yeah. Na, der geht mir gegenüber. Sieht zumindest so aus, als könnte er einen kompletten Lastwagen ziehen, ha? Wer? 1, 2, 2. So die Bohnenstange da. Da, den Herrn in den sexy Muskelshirt. Wer hat mich gerade Bohnenstange genannt? Muskelshirt. Nee, ich habe gesagt. Wer hat mich gerade Bohnenstange genannt? Ich habe, Moment, ich habe ja, gesagt, ja, dass das sie so gehört, aussehen. Wer hat mich gerade Bodenstein genannt? Hier. Lauf. Das ist mein Ernst, lauf. Oh, Jesus Christus. Ich würde laufen. Ich sagte lauf. Sache, Digga. Das Ding können Sie auf jeden Fall gut in der Hand halten. Und jetzt bräuchte ich mal wieder. Ach so, ja, da ist alles easy, Digga. Eieiei. Ja, mal schauen. Gibt gerade andere Sachen, die ich denke. Vicky, komm mal. So. Nee, gleich. Hast du dich jetzt wieder beruhigt? Nö. Wenn du mich doch mal Bodenstange so nennst, kriegt da einer. Also ohne Spaß. Ich hasse sowas. Ja.
Ich kenne den Typen nicht mal. Labert mich von der Weite an oder uns von der Weite an, dann sowas. Nö. Schreib's gar nicht mehr. Wolltest du LKW kaufen? Ob ich ganz LKW kaufen möchte? Nee. Ganz, ganz billig. LKW, möchte ich nicht Spaß, kaufen, ne? Nein. Das war auch nur Spaß, ne? Wir machen auch einen Freundschaftspreis. Ja. 100.000 billig. 100.000? Kaufst du LKW? Nee, danke. Ja, 100.000, genau. Ja. Nee, 100.000. Komm, ist ein bisschen teuer. Das ist ein bisschen Sinn. Machen wir 156.000. 156.000? Ja. Ah. Und die Haftzeit ist damit abgesessen. Ja. 160. Die Haftzeit ist abgesessen. Oh. Ja, nicht schlecht. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ben weiß, worauf ich hinaus will. Ja, wieso, worauf wollen Sie denn hinaus? Ach, auf die Dame, ach, egal, schon lange her. Okay. Alte Don-Verhandlung. Alte Don-Verhandlung. Ja. Mensch. Ja. Das sind keine offenen Fälle mehr. Nee, nee. Du rufst gleich die Polizei, pass auf. Ich? Rufen. Schnickschnack. Ihr läuft alle mit der Waffe rum. Ja, ja und? Lass ihn doch mit der Waffe rumlaufen. Wo liegt das Problem? Ich bin gerade irgendwie sprachlos. Wieso sind die sprachlos? Doch, nur so. Hm. Mal so reden höre. Wenn sie so reden hören? Ja, dass ich sie so reden höre. Dass sie mich so reden hören? Ja. Ja, können Sie mal sehen, ne? So schnell geht das. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich. Und Zeiten ändern sich so, dass Sie ganz schön muskulös geworden sind. Nee. Nee? Ich sollte mir echt was anderes anziehen, glaube ich. Oh Gott. Ja, bitte, Sie wünschen. Was kann ich gegen Sie tun? Was? Naja, ich sag mal, also ich sag mal so, Ihr Shirt passt auf jeden Fall zu meiner Wäsche, die ich noch waschen muss. Ja, wollen Sie es mitnehmen? Wollen Sie es mitnehmen? Ja, ich würde es mitnehmen. Aber dann habe ich das Gefühl. Nee. Ich raff's gerade, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, aber wenn ich das Shirt mitnehme, ja, dann brauche ich Ihre Nummer, damit ich Sie anrufen kann, wenn es fertig gewaschen ist. Siehste? So kann man auch jemand sich klären, ne? Nö. Wie nö? Hab ich die Nummer nicht schon irgendwo? Nee, verdammt. Nee, lass uns doch mal, alles gut. Ich kann Ihnen das wirklich waschen, gar kein Problem. Die Hose kann ich auch gleich mitwaschen. Ich habe auch noch schwarz zu waschen. Hat schon den. So, wollt ihr euch lieber ein Zimmer nehmen? Nee. 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 Ich biete gerade lediglich an, die Wäsche zu waschen. Ja, was denn jetzt? Ich biete ja lediglich an, die Klamotten zu waschen. Oder jetzt mit Joel Fox? Ja, ich mach das. Entschuldigung, wir sind nervös gerade, ne? Was? Ich würde mir jetzt überlegen. Gib mir die Hose mit. Nee, danke. Okay, Mann. Sie haben ja nur Angst, dass ich sie wieder verknacke, hm? Nein, dass sie die Sachen verwaschen. Warum sollte ich denn? Inzwischen stehe ich mehr oder weniger auf ihrer Seite. Ja, mehr oder... Nee. Ja. Nee. Ja. Nein. Ja, doch. Vielleicht ist er ja ganz legal unterwegs. Richtig. Ja, wer sagt denn, dass ich kriminell unterwegs bin? Das haben sie gerade damit gesagt. Was machst du da? Mehr oder weniger. Richtig. Also sie hat gesagt, mehr oder weniger auf meiner Seite. Das muss ich, da muss ich für den Schutz nehmen. Ja. Ja, also, ja, wenn ich jetzt sage, du kannst doch zum Polizisten sagen, vielleicht sind sie ein Hurensohn, aber du hast ja nicht beleidigt. Mhm. Ich glaube, ja, das wird nichts. Meinst du? Was ist jetzt schon wieder los, Ben? Warum kennst du die? Ah, hi, Robert. Nehmt euch ein Zimmer. Nee, ja, wenn das Zimmer... Wenn das Zimmer eine Waschmaschine hat, dann können wir uns gerne ins Zimmer garantiert nehmen. Und wenn, dann stelle ich die da persönlich rein. Ja, und dann bin ich am Waschen. Mehr aber auch nicht. Aber dann mit Schleudergang und so, ne? Die Sache ist, die sind gerade so Wetten am Laufen. Die haben dann noch so. Und die wären? Ja, was hat die? Dritten Reifen und so am Bauch. Was kommen wir mit? Eine gute sexuelle Schwungmasse. Der hast du richtig gesagt! Dex! Ich hab geflustert, wie kannst du mich hören? Das ist eine Frau, die hört alles, was sie nicht sollen. Ach ja? Was hab ich denn noch nicht? Okay, warte, das soll sie nicht hören. Die ist voll hübsch. Was? Hast du ja gesagt, die wäre hässlich? Ja. Jetzt oder später eins in die Fresse? Na doch. Du würdest nicht auf mich knallen. Nee,
Also Brian, was hältst du davon, wenn du jetzt einfach dein T-Shirt gibst, ihre die Nummer gibst und sie dann... Nee. Wie nee? Nee. Verfolgst du mich oder was? Achso. So, okay, ja, schon Brian, was hältst du da jetzt von? Nee, bleib mal stehen. Nein. Hallo, Vladimir. Kauf dir ein neues Shirt. Nein. Warum denn nicht? Nein. Also ich habe jetzt alles versucht. Ja, also jetzt, ganz ehrlich, jetzt, das ist er ja mir auch nicht wert. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Danke. Gut. Um dann rein zufällig lang, weil ich gesehen habe, blaue Soße, du klaubst mich gleich an, da kann ich lieber geil. Nein. Du kennst Vladimir? Ist aber jetzt wieder da. Hallo. Ich kann er nicht sagen, er kennt keinen Namen. Keine Ahnung, wer das war. Eieiei. Ach so, ja, und deswegen, ey, verfolgst du mich oder was? Ja, merkst du selber, ne? Ist nicht das beste Möglichkeit, um jemandem zu zeigen, dass du dich freust. Ja, natürlich. Du glaubst wohl auch, ich bin von gestern, nur weil meine Sprache ist nicht beste. Ja, siehst du? Und ich hab mich gestern entschuldigt für das Planschko. Natürlich, das glaube ich dir jetzt auch. Was macht ihr? Was heißt das? Aber natürlich, ich möchte mitkommen, ich habe gute Ideen für solche Sachen. Warte, ich pack nur mein Auto aus. Was dagegen, wenn Vladimir mitkommt? Ach du Jemine! Das ist ein Russe! Ja, der hat gesagt, er möchte mir gerne ein, zwei Sachen zuflüstern. Der möchte dir ein, zwei Sachen zuflüstern? Hm, der möchte mir dabei helfen. Halleluja. Ich fand das ein bisschen zu viel, Jay. Hallo, habt ihr das geklärt? Ist das okay, wenn ich mitkomme? Ja, steig ein. Hinten links? Hinten links. Ja, Ella, du bist dran. Du bist nicht so beliebt bei den Männern, kann das sein? Vielleicht habe ich den hinter in Knast gebracht. Sorry, in State. Oh. Ja. Ja, unglücklich gelaufen, wenn dann plötzlich einer von den ehemaligen Dons vor mir steht, ha? Huh? Okay, jo, jetzt kenne ich zwei hier, aber wer ist der junge Mann? Das ist Dex. Ach, hallo Dex, freut mich, dich kennenzulernen. Dex ist heute so schweigsam. Dex! Ich habe mir schon wieder auf den Scheißlippe gebissen, aua! Du machst es immer wieder. Ich heiße Dex. Ist das Vicky auch so böse zu dir? Zu mir? Ja. Nee, die sind nicht ganz handsam. Kannst immer 30 Grad warten, kannst da ab und zu mal knuddeln. Ella ist dran, Ella, was hast du für eine Aufgabe? Oh, ich muss mich ja wieder beraten. Ja, ich halte mir kurz die Ohren zu, okay? Okay, was machen wir für Vicky? Sie muss einmal zu ihren Leuten in Unterwäsche laufen. Durch die Hood. Das ist ja langweilig, die kennen die doch bestimmt schon. Einen Hund zu spielen und ein neues Härchen zu finden. Das ist aber peinlich. Das ist zu krass. Okay, in Kasachstan, das wäre noch harmlos. Oder? Ich weiß nicht. Dex, was sagst du? Wenn dann eine Katze. Ja, Katze ist süßer. Ja, kleine Miauzi. Ja, finde gut. Da kann sie sich auch so richtig an das Bein von das Härchen ranschmägeln. Oh, ich hätte jetzt beinahe was Falsches gesagt, aber... Ja, ich kann mir denken, dass wir haben gleiche Gedanken, Dex. Beim Kaffee? Ja, natürlich Kaffee. Okay. Dann kann Vicky jetzt wieder den Ohren aufmachen. Vicky! Ich hab wieder Voice-Nachricht. Ich hab mal kurz Kopfhörer auf, um mir das anzuhören. Das ist bestimmt wieder mein Sohn, den ich gekauft habe.
Dabei. Eieiei. Ey, was machen wir hier? Eine Aufgabe. Muss ich jetzt Kaffee machen? Nee. So, was ist meine Aufgabe? Ich hab Angst. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine Katze spielen und mir einen neuen Besitzer suchen. Oh nein. Warum? Sei froh, dass ich nicht noch das gesagt habe, was ich mir dazu noch gedacht habe. Was hast du denn dazu gedacht? Katze wird auch ab und zu anders genannt, eine weibliche. Ihr seid so ob, kacke, oder? Ob man die mal streicheln möchte. Katze Lohnberg. Ich kann das nicht. Ich kann doch jetzt an die Schicke sagen, ja, ich hätte gerne mal einen Besitzer. Nein, du darfst das nicht sagen. Du bist doch Katze. Katze kann doch nicht sprechen. Ja. Komm, Kätzchen, schnapp dir das her. Ich glaube, du kannst das. Komm, du bist ein böses Miezekatze. Er guckt, das ist den Katze hier. Das ist in den seltenen Sorte, das ist ein türkises Katze. Eine türkise Au. Katze. Oh. Ist aber ganz schön süß. Au. Ist ein Sonderpreis heute. Oh, nee. Was machen wir hier nicht? Die braucht doch zu Hause. Du kannst die Katze doch nicht schlafen lassen draußen. Die hat nichts zu essen. Kein warmer Platz und der Brücke ist kalt nachts. Ist zwar Sommer, aber in Nacht ist kalt. Aber ich hab gehört, dass Katzen. Guck mal, die reiben sich schon an dein Bein. Gefällt dir das nicht? Also wenn mein Katze zu Hause reibt sich an mein Bein, ich finde das immer richtig süß. Ja. Ja, siehst du, du stimmst mir schon zu. So langsam werden wir uns ein. Ja. Die kann auch richtig gut schnurren. Ja. Hat sie nur. Ja, das habe ich gehört. Guck mal, du musst die Krauen unter das Kinn. Oh, mein Meerschweinchen pfeift. Okay, machen wir heute richtig so einen Sonderpreis, weil du es bist. Ich stehe zwar auf Muschis, aber meine Güte. Kann ich verstehen. Katzen sind auch echt süß. Katzen sind süß, gell? Ja. Und die ist auch schon stubenrein. Manchmal sie macht noch auf Teppich, aber das ist schnell weg immer. Die faucht, die ist böse. Ja, sie faucht etwas, ja. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das ist ja deine Sache, das zu erzählen. Ja. Ist jetzt ja dein Katze. Wenn nicht, tust du einfach den Mund, nee, ihr Gesicht in den Pipi reinhalten, ja, dann wird der Muschi auch dumm rein. Oh, nee. Ella, Jeff, ich denke, wir sollten gehen. Katze hat einen neuen Besitzer. Nein, ich glaube nicht. Mau. Die Frage ist, habt ihr mal geguckt, ob die gechippt ist? Vielleicht wird die ja gesucht von jemandem. Meinst du, die hat ein Chip-Tuning? Das ist schnell. Die hat ein Chip-Tuning und das kann man bestimmt beim Tuner ablesen. Nee, und guck dann, mal, ich glaube, die ist eine Straßenkarte. Die sucht einen Besitzer, der sie kraulen. Jetzt komm her. Aber bei euch ist sie doch besser aufgehoben, oder nicht? Ja, wir haben schon hier eine Katzentante, die hat schon 6 Stunden. Dorf. Ah, die verrückte Katzenlady sozusagen. Aha. Wegen dir ist Katze traurig wird. Oh, du Katze. Ah. Die darf nicht noch eine Katze mehr haben. Problem ist, ich habe einen Hund zu Hause. Und die ist mein Hund verträgt groß geworden. Sich. Ja, aber. Glaubst du wirklich, dein Hund könnte das Katze was angucken? Meine Bordeaux-Dogge, die verträgt sich nicht mit Katzen. Mau. Aber ja, angenehm. Ich schütze dir gerade dein Leben, Katzi. Katzi? Ja, ich glaube, sie ist eher sehr enttäuscht, dass sie sie so ignorieren und nicht wertschätzen. Ich ignoriere... Miau. Herr Spiesen! Ich kann nicht mehr. Ich
Gib dir auch noch eine Leine für das Katze mit. Oh. Ist ja das Katze war doch eine ganz süße Katze. Okay. Guck mal, sie weiß nicht sogar zu werden, die Katze. Ja, die Katze sie richtig. Wenn aber die sich versteht wirklich, dass... mit anderen Tieren und Menschen, dann leckt die dir auch das Fell. Jetzt ist Chaos. Ja, gut. Aber ich glaube wirklich, dass mein Hund sich nicht verträgt mit der Katze. Dann nehme ich halt die Katze mit. Ich mag sie. Ja, das geht ja nicht um mögen oder nicht mögen. Aber so eine süße Katze kann man nicht einfach auf der Straße lassen. Gucken Sie sie mal an. Das ist absolut richtig. Oh, jetzt macht sie auch noch ein Männchen. Ja, was ist los, Nasenblut? Tschüss, schönen Tag noch. Oh, Kätzchen. Oh, hat jemand Taschentuch? Was ist da mit euch? Ich kann nicht mehr. Wir laufen die Tränen in meinen Wangen. Okay, also jetzt muss ich mich kurz beraten. Ella, setz dich schon mal ins Auto. Okay. Du wirst leiden. Nein, bitte nicht. So, wir haben jetzt was. Oh nein! Ella? Ja? Ich hab Angst. Wenn ich du wäre, würde ich in mein nächstes Gespräch, egal mit wem, folgende drei Worte einbauen. Vaginalpups. Toilettentrommel. Warte, ich muss mir das mitschreiben. Vaginalpups. Mhm. Okay. Toilettentrommel. Ja. Toilettentrommel. Und Hüftgold. Hüftgold? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich finde, das sollten wir machen in das Polizeidepartement. Nee, beim Medding. Oder da, ja. Vielleicht kann der ja helfen, wenn das Vaginal. Kann auch Faser geben. Nee, so, da ist ein Medding. Fahr doch ran und wir warten am Auto. Ja. Lass uns mal darüber gehen. Oh. Ja, aber die sind doch gerade im Gespräch. Anhören. Können wir den Medic nach euch haben? Ich danke schon. Wieso das denn? Benutzen. Weil die eine wichtige Frage hat, was medizinisch ist. Der Dex ist so doof. Oh mein Gott. Ich muss versuchen, direkt ernst zu bleiben. Den Frau da hinten kann ja vielleicht mithelfen. Da bin ich ja jetzt sehr mal gespannt. Bin ich auch gespannt, wie du das auch verpacken willst.
Das Maya ist auch noch nicht gekommen, Frau Jones, richtig? Nein. Und wie gesagt, Kontakt kann ich herstellen, sobald das Geld zusammen ist. Ja. Hallo, Born. Oh, WG. Ja. Weißt du, was noch viel fieser wäre? Was denn? Wenn sie die ganzen Sachen bei einer Gerichtsverhandlung sagen müsste. Nee. Also, ich wollte meinen Job noch behalten, ne? Richtig, so gemein bin ich dann auch wieder nicht. Ja, aber das wäre richtig fies. Das stimmt, aber wenn Ella keinen Job mehr hat, dann hängt sie mir dauerhaft am Po. Das will ich ja auch nicht. Ja, dann fängt er auch an zu hängen, wie bei Ella. Mhm. Das und ich will meinen knackigen Po noch ein bisschen behalten. Prost. Ja, Prost. Danke für die Bitte, danke schön. Mit wem? Mit mir? Mhm. Okay. Um was geht's? Okay, dann weiß ich's. Mhm. Ich glaube, das wird immer schlimmer. Mhm. 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 Bitte die Position dazu, Dex. Das haben wir vorhin geübt. Nee, dann quälte ich mir wieder was ein. Okay. Mache leise. Hey, ich kann mir immer was einquetschen, im Gegensatz zu dir. Naja, Titten kann man sich auch einquetschen. Oh, Ella! Ja. Da, aua. Notfall. Notfall? Ja, wir müssen auf den Mediziner noch fragen. Komm, beiseite. Ganz kurz. Schreibt Sachen wie... ich bin gerade ziemlich im Stress und bla und blub. Und dann meinte ich so, ja, soll ich dich denn für heute mal in Ruhe lassen? Weißt du, wir schreiben nicht. Wir schreiben seit 2-3 Tagen halt irgendwie die ganze Zeit. Und dann meinte ich so, ja, dann melde ich mich morgen wieder. Und er so, nee, du bist die Einzige, die mich gerade runterbringt. Und Info. Der Polizist, ja? Mhm. Mhm. Hallo. Was mache ich? Ich kann mich doch nicht auf den Polizisten lassen. Schon gar nicht, wenn ich einen Teil wieder gerade vertragen habe. Ihr habt euch versöhnt? Mhm. Oh, Vicky! Was soll ich da machen? Das ist alles so kompliziert. Du musst ihm sagen, was Sache ist. Hm. Vicky, fahr ja, keine zwei Gleise. Will ich auch nicht. Ich will dir auch Tai nicht wehtun. Ich will auch dem Kopf nicht wehtun. Und ja, aber der Kopf ist nicht dein Freund. Ich weiß. Mit dem du länger zusammen bist. Ja, also, dann scheiß auf ja, den Kerl. Ja, ich weiß. Er gibt dir das, was du vermisst bei Tai, ha? Huh? Mhm. Weil das er dir Aufmerksamkeit Problem. Gibt. Richtig. Hm. Schwierig. Aha. Vielleicht kannst du es irgendwie verbacken, sowas wie, oh Gott, das hört sich so scheiße an, aber keine Ahnung, dass du auch das gut findest, dass ihr euch anscheinend ganz gut versteht, so, aber du möchtest nicht, dass das, dass er sich falsche Hoffnung macht. Ihr könnt gerne befreundet sein, aber mehr ist halt nicht drin, weil du hast einen Freund. Bring's auf den Punkt. Das weiß er ja auch eigentlich, hat das MPD mitbekommen. Ja, dann schreib ihm... Du möchtest vermeiden, dass es irgendwie vielleicht ausartet oder in die falsche Richtung geht, weil du ein bisschen den Eindruck hast und du wolltest das nur, da nur nochmal drauf hinweisen, dass für dich das nicht mehr ist als Freundschaft. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Hm. Mann, ey. So eine Kacke. Ach ja. Lass uns mal rübergehen. Die beiden okay. Langweilen sich schon. Ja. Ich habe schon von Dex die Nachricht bekommen. Warum, dass er sich langweilt? Ist sie hier?
Hey, ich kann die aber anrufen und fragen, wo die ist. Nee, wir fahren einfach weiter. Kann die auch eben anrufen und nachfragen. Da wir ja wirklich... Ja, warum nicht? Das ist eine Frau. Frauensachen. Lavia! Hast du gerade Zeit? Bei den Ella, wie ich die gefragt habe, die hat da so Probleme und das ist so eine Frauensache. Und damit kenne ich mich nicht aus. Ja, ich bin ja keine Frau. Weiß ich nicht. Soll ich sagen, dass Ella dich anrufen soll? Das will sie mir nicht genau erläutern. Ja. Bis gleich. Tschüss. Ja, die ruft dich jetzt mal an, aber du musst auf einem Treffen bestehen. Wer denn? Flavia. Flavia ruft dich an. Flavia? Ja. Flavia? Nee. Ja. Nein. Doch. Nein. Nein. Ich... Doch. Ja. Ella. Hallo, Flavia. Alles gut bei dir? Was ist los? Ich, Ich kann darüber nicht so reden eigentlich. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du weinst oder lachst. Dabei kennst du weinst nicht. Was ist passiert? Erzähl mir. Also. Also so unter Frauen. Ui. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Bist du schwanger? Nein! Nein! Oh mein Gott. Hol sie hierher. Flavia, können wir uns vielleicht sehen? Ui, wo bist du? Ich bin an einer Tankstelle. Elysienfield-Tankstelle. Elysienfield-Tankstelle. Dann gucke ich, dass ich zu dir komme. Okay, bis gleich. Bis gleich. Das war nicht nur ein Verletzter, sondern noch... Da ist das letzte Schritt schon gemacht. Oh Gott! Ja. Ich hasse dich, Sex. Wer ist das? Eine von der Grove. Ah, okay. Mhm. Das wird ja lustig. Freust du dich? Mm-mm. Ach, das wird schon. Nicht das Kopf in Sand stecken. Du siehst leicht nervös aus, Ella. Ah, shit. Oh God. Oh nein. Ich muss jetzt drei Wörter verwenden. Vaginalpups, Toilettentrommel und Hüftgold. Ich muss mit euch kurz sprechen. Ja. Ich muss mit euch kurz sprechen. Lässt sich auch gut bewegen. Dankeschön. Ich muss mit euch kurz sprechen. Was ist los? Ja, klar. Hey, jetzt! Wir brauchen erst die Pflaster. Bevor Flavia kommt. Schnell. Bitteschön. Dankeschön. Das wollte ich nicht. Ich möchte was anderes sagen, aber nicht Vaginalpups. Bitte. Dann sagst du Flatulenzen. Was? Flatulenzen. Was sind denn Flatulenzen? Ups. So Flattermann. Flatulenzen. Flatulenzen. Aha. Ja? Wo bist du? An der Tankstelle.
Tankstelle, ich bin zur Garage gefahren. Ich bin sofort nee, da. An der Tankstelle. Ui. Okay, bis gleich. Statt schon jetzt. Kommt sie her? Kennst du das Wort nicht? Nee. Mal gucken, ob Motorrad? Mal gucken, ob es Flavia kennt. Hallo, Flavia. Salut. Hey, Flavia. Also, ich habe jetzt nur nicht damit gerechnet, dass Dex dich anruft. Ich bin verwirrt. Du bist verwirrt? Ja, ich auch. Ich glaube, wenn du das gleich hörst, dann vielleicht kannst du ihr weiterhelfen, weil ich konnte es nämlich nicht. Okay. Okay. Und zwar geht es darum, seit neuestem, immer wenn ich aufstehe, also ich habe ja jetzt ein bisschen Hüftgold bekommen. Ja, das sieht man ja schon ein bisschen. Deswegen mache ich jetzt auch regelmäßig Sport. Heute habe ich damit angefangen mit Dex und Vicky. Und naja, und immer wenn ich aufstehe, habe ich Flatulenzen. Okay. Ja. Und halt besonders dann, wenn ich auf die Toilettentrommel gehe. Auf was gehst du? Auf die... Sagt das Scheiße. Auf die Toilettentrommel. D'accord, weiter. Weißt du, was ich dagegen tun kann? Gegen Dünnschieß? Nee, das ist ja eher das Pupsen. Pupsen. Ja, Pupsen. So, ich muss jeden Morgen ständig pupsen, seitdem ich die mehr Hast Hüftgold bekomme. Hast du ein Wette verloren? Sehr ehrlich. Oh ja, sowas in der Art. Was genau? Also was genau? Das ist so peinlich. Wir spielen, wenn ich du wäre. Es tut mir leid, Flavia, dass du drunter lachst. Und Dex ruft halt dich an. Es tut mir leid. Was ist das für ein Spiel? Naja, das ist... Wenn ich du wäre, Flavia, würde ich jetzt einmal im Kreis laufen. Also halt Aufgaben stellen. Und ihre Aufgabe war, diese drei Wörter, also Hüftgold, Toilettentrommel und Flatulenzen zu verwenden. Ursprünglich war das noch ein anderes Wort. Ich habe mich aber dagegen gewehrt. Was war das andere Wort? Vaginalpups. Mon Dieu. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Was ist das denn für ein Arsch? Das mache ich nicht. Aber du hast deine Aufgabe gut erfüllt. Oh, hat sie. Puh. Absolut. Ich habe mir nur gedacht, irgendwas stimmt nicht. Nee, richtig. Das war mir auch wirklich das ist sehr unangenehm. Super schlank und ich denke, was hat sie jetzt für ein Problem? Ja. Und Dex ist mit Schuld und Vladimir, die sind mit Berater. Ich würde mir was super Gemeines für die einfallen lassen. Hast du eine Idee? Vicky, weil Vicky muss es machen. Schon, hast du eine Idee? Ich muss es machen. Ja, dann Vicky, dann musst du einmal beiseite gehen. Mhm. Geh beiseite. Ach, du bist jetzt wieder dran. Seid nicht allzu gemein zu mir. Mann, jetzt habe ich das gar nicht mitbekommen. Es war bestimmt voll lustig. Danke für den Tipp an Alex, aber ich dachte, schon, irgendwas stimmt ihr nicht. Deswegen, ich habe sie gefragt, ob sie eine Wette verloren hat. Du glaubst nicht, was wir schon alles gemacht haben. Okay. Also Vicky musste davor übrigens Katzen und Katze spielen und jemanden anschnurren und versuchen, neues Härchen zu kriegen. Ja, und davor musste sie... Und sie durfte nicht reden. Jetzt ihr Ärschen? Niemand. Hat nicht geklappt. Oh Gott sei Dank. Und davor musste sie im PD jemanden anbaggern mit einem Pferdeschwanz und hat dabei... Ich weiß, kennst du Antonia? No. Nein, kennt sie nicht. Antonia ist eine zweite Persönlichkeit von Vicky. Vicky hat ein gespaltenes Persönlichkeit? Nein, nicht... Nein, nein. Ja, ich bin nicht so ausgedruckt in meinen Wortwahl. Dann muss vielleicht Ella das erzählen. Das muss Otto... Naja, sie war halt ein bisschen angetrunken. Ah, ich verstehe. Naja. Das ist den angetrunkenen Vicky, dann ist die Antonia. Okay, was soll Vicky jetzt machen? Ich habe was für Dekes gehabt, ja, für Vicky. Lass mich kurz überlegen. Was hattet ihr denn alles schon? Ja, das haben wir doch gerade aufgezählt. Und das war's. Ich dachte vielleicht noch mehr. Nee. Oh
ich bin ja nicht im kalte Wasser geworfen. Ich überlege gerade. Mhm. Was hättest du denn für mich gehabt? Na, da ihr alle euch so übelst querstellt, wenn man sagt, flirte einmal mit einem Mann, ich hätte dir zur Aufgabe gestellt, ein Date mit einem Mann klar zu machen. Ja, ich habe mir vorhin schon eine Nummer von einer Polizistin geklärt. Ein Polizistin? Es geht um einen Kerl. Ihr seid nämlich alle so homophob. Oh ja, das wäre eine richtige. Das werde ich mir merken. Dann bist du irgendwann fällig, Dex. Mit Dextina? Ja, mit Dextina. Und bei Vicky, wir können es nicht machen, weil sie mit Joan geflirtet hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und sie heute noch ultra peinlich ist. Ja, und da war sie. Und da war es gerade deswegen, dass ihr nur mehr von einer Frau klären muss. Nee, das ist so einfach. Das macht sie direkt. 0,nix, way. Ich hätte auch schon eine Nummer von dem Polizisten mega schnell bekommen. Oder sie muss auch 3 Wörter verwenden. Im Gespräch. Mit jemandem, den wir festlegen. Das Festlegen wäre eine gute Option. Oder ihr macht, ihr bindet ihr eine Geschichte auf, dass sie ein drogensüchtiges Mutti ist mit 3 kleinen Kindern und nicht über die Runden kommt und sie muss irgendjemand $1,000 aus der Rippe leiern. Das ist gut! Eine Person ihrer Wahl. Hallo. Oder eure $1,000. Hey. Das also, klingt gut. Drogenabhängig. Ich glaube, wir müssen das nächste Mal Flavia mitnehmen. Kann es gut. Drogenabhängig, Mutter von 3 Kindern. Und kommt nicht über dem Runden und deswegen sie muss sich $1,000 erbetteln. Das finde ich gut. Vicky! Flavia, das ist Wladimir. Wladimir, das ist Flavia. Bonjour, Wladimir, freut mich. Hallo, Flavia, freut mich auch. Vicky, trau dich. Kommst du aus dir Frankreich? Ui, woran hast du das erkannt? Ha? Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal auch mein kleines Gehirn arbeitet ein bisschen. Also, liebe Vicky, wenn ich du wäre, wäre ich jetzt eine drogenabhängige Mutti von 3 Kindern, die es nicht schafft, die Kids über die Runden zu kriegen und muss $1,000 von jemandem bekommen. Das ist Flavia zu verdanken. Gar nicht, ich habe damit nichts zu tun. Es war nur ein Vorschlag, wusste nicht, dass du das machen musst. Flavia, wir werden keine Freundin. Das tut mir leid. Bei einer Person meiner Wahl, oder? Ich wurde gezwungen. Das stimmt, sie wurde gezwungen. Ich finde, du darfst das Person nicht kennen. Hast du mich wieder ein bisschen lieb? Vielleicht so ein kleines bisschen. Also, ich finde auch, sie darf die Person nicht kennen. Ja, okay, dann müssen wir mal wohin fahren, wo Personen sind. An der Kaffeeplantage waren wir ja schon, ne? Ja, an der Kaffeemühle waren wir. Kaffeemühle. Beim Gold vielleicht, da habe ich das letzte Mal auch schon ein paar gesehen. Die machen das wieder. Okay, dann fahren wir da hin. Oder da kommt gerade jemand, wer ist das denn? Ah, nee, oder die Tuben da drüben, Sundikan. Ich glaube, die sind da nie so gesprächig. Zu dem möchte ich lieber nicht gehen. Nee, das ist nicht so eine gute Idee. Ja, dann fahren wir zum Gold. Wenn wir da hinfahren, wir müssten anhalten bei einem Einkaufsladen zwischendurch. Da ich habe genug. Ich hab genug dabei. Flavia, ich danke dir. Dafür nicht, viel Erfolg. Danke. Flavia, das hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich wünsche dir ein schönes Abend. Das wünsche ich euch auch. Viel Spaß. Ja, danke. Und sorry nochmal, dass ich dich jetzt wahrscheinlich irgendwo rausgerissen habe. No, alles gut, ich fahre wieder zurück. Okay, tschüss. Darf du Flavia vom Motorrad schubsen? No. Nein. Ja, tschüss, Flavia. Nein. Au revoir. Oh Mann, ihr seid so doof. Warum muss ich immer so komische Rollenspielchen machen? Was können wir dafür, wenn du 3 Kinder hast und die nicht ernähren kannst? Aber nehmen wir da oben den Supermarkt auf dem Highway. Ja, das ist gut. Aber wir müssen auch irgendwo hin, wo die Leute schnell an Geld kommen. Gold haben in letzter Zeit ein paar gemacht. Ja, dass die Geld abheben können, so meine ich. Aua. Ja. Gerade das Knie gestoßen. Das hat auch alles so an sich. Du hast mit deinem Knie an mein Knie gestoßen. Ja, zieh deine Kackstelzen doch mal ein. Machst du dich bis auf meine Seite? Du bist schon wieder so böse. Was kann würdest ich dafür, du bitte deine wunderschönen, ellenlangen Modelbeine nicht auf meine Seite rüberziehen? Dankeschön. Ist okay. Vielleicht kriegst du nächstes Mal deine... Okay, nein, ich bin jetzt besser ruhig. Was? Alles gut. Ich freue mich, mit euch unterwegs zu sein. Hallo Sven.
glaube, ich freue mich nicht so, dass wir dich dabei haben. Das ist kein Problem. Wir müssen nur etwas sagen, dann steige ich aus. Nur nicht während. Tobi, ihr seid angeschnallt. Ne, ich glaube, vorher blockieren mich die Beine vom Wladimir. Die sind gefühlt überall. Als ob dir das nicht gefällt. Hello! Was denn? Sag doch mal was. Dex, schmeiß ihn raus. Nee, ich finde Wladimir super. Danke, Dex. Ja, die Männer müssen ja halten zusammen. Ich wollte gerade sagen, war ja klar, dass die Männer wieder zusammenhalten. Ich kann auch nichts dafür, wenn du legst mir Ball auf 11 Meter Punkt. Braucht noch jemand etwas? Nee. Oder, ich hätte gerne einen Zug. Und Adoptionspapiere. Die kann ich dir besorgen. Ich muss auch rein. Kann ich vordrängeln. Hey, Rucksackboy, gib mir mal was. Mag ich gern. Hey, ich hab eine Salbe bekommen. Ella? Ich weiß, ich bin gleich an meiner Aufgabe dran, aber darf ich was zwischenwerfen? Wenn ich du wäre, würde ich den Rucksacktypen jetzt überfallen. Boah, bist du verrückt? Auf geht's, Ella, du schaffst das schon. Dex! Ella, du musst ihm doch nur der halt ein Messer und der Waffe an Korb. Ella? Ja. Ella rastet aus. Du kannst ihn ausrauben, nicht erschießen. Der hat keine Angst. Der hat die oberen Sicherheitskameras angeschaltet, der hat keine Angst. Habe ich ein Glück gehabt. Dann muss Ella halt das nächste Auto ausrauben. Oh, Vicky. Was denn? Ich hab was. Wo ist das nächste Mal? Jetzt muss ich erstmal dran. Bin ich. Denk an meine Anwaltslizenz. Oh, jetzt habe ich endlich wieder Platz hier hinten. Weil die dicke Planschko nicht mehr hinsitzt? Das habe ich nie gesagt. Du fühlst dich immer angegriffen. Du bist nicht das Mittelpunkt der Erde. Hallo. Ja? Sag doch mal was. Warum beteiligst du mich nie? Bleib neben mir. Kannst du mal aufhören, meine Freundin bitte zu ärgern? Danke. Darf ich mich nicht mehr verteidigen in der Stadt Los Santos? Siehst du, Dex, so ist immer mit Frau. Wenn die haben kein Argument mehr, einfach totschweigen. Aha. Da sind halt Tobi schon den Frauen. Nimm einfach deine Handtasche und drück sie ihm ins Gesicht. Irgendwann kommt schon das Licht. Meinst du? Gut zu wissen. Muss ich wirklich? Vielleicht schaffst du mit das Geld einen Entzug zu machen. Mann. Gott, ist das dunkel hier. Was geht? Alles gut soweit und selbst? Ja, nee, nicht so wirklich. Weißt du, ich habe ein kleines Anliegen. Das ist mir auch so ein bisschen peinlich, weißt du? Vor einem halben Jahr habe ich mit Tabletten angefangen. Weißt du, so kleine bunte Pillchen und so. Und seitdem bin ich süchtig. Und ich gebe mein ganzes Geld, was ich vom Amt bekomme, immer dafür aus. Das ist eine tragische Geschichte. Sache ist, ich habe halt auch noch drei Kinder zu Hause. Und das ist halt schwierig, die dann durchzubringen. Und ich würde gerne einen Zug machen. Und dieser Entzug kostet $1,000. Aber ich habe das Geld dafür nicht. Kannst du mir da weiterhelfen? Leider nein. Du hast keine $1,000 übrig. Was soll ich denn jetzt mit Jeremy Pascal, Chantal und Milo machen? Vielleicht mal im Krankenhaus vorbeischauen. Vielleicht können die dir da helfen. Ja, dieser Entzug kostet ja $1,000.
Es tut mir aber leid, so viel Geld habe ich leider nicht. Nicht mal ein bisschen? Ich habe $1.25 dabei. Okay, dann muss ich den drei Kindern sagen, heute Abend gibt's nur wieder Pappe zu essen. Mama hat nichts mit nach Hause gebracht. Kannst du deine Freunde, die hier rumlaufen, fragen, ob die dir vielleicht Geld geben können? Nein, das sind alles meine Bewährungshelfer. Das ist natürlich echt ungünstig, aber ich habe leider selber nichts. Danke dafür. Warum fahren wir hier hin? Nächstes Mal, du musst sagen, danke für nichts. Habe ich meine Aufgabe jetzt erfüllt oder muss ich wirklich $1,000 kriegen? Hast du das $1,000 bekommen? Oh, ihr seid so kacke. Ich höre mir mal kurz mein Kalinka-Musik an. Kalinka, Kalinka. Wir müssen irgendwo hinfahren, wo die Geld abheben können. Kavi da oben in Augen. Animal Garage vielleicht. Oder Animal. Gegenüber ist ja ein Geldautomat. Muss ich aber noch eben tanken, sonst kommen wir nicht mehr rein. Ja, so ein bisschen kann ich sein. Nee, ich tanke hier lieber nicht. So witzig das Spiel, ey, ohne Witz. Ist echt funny. Mal was komplett anderes. Vor allem, dass man noch nie auf die Idee kam, wenn man Langeweile hat, sowas zu machen, oder? Total witzig. Dex, ich finde, damit ist fair. Nächstes Mal wir beide müssen das machen. Aha. Könnt auch gerne jetzt mitspielen. Nee, oh, du nee, hast gesagt, heute, nur den heute Frauen. Heute habe ich so Probleme mit dem Rücken und so. Ach ja, stimmt, genau. Vicky, du hast vorhin gesagt, nur den Frauen. Ja, jetzt machen wir Erweiterung. Ja, nee, jetzt zu spät. Na, heute ist ein neuer Tag. Ah, ah. Aha. Auf der neuer kasachstanischen Tag? Uhr ist noch kein neuer Tag. Richtig, komm, ich mach dir das Tür auf. Warum soll ich denn rauskommen? Ey! Du bist ja auch auf der falschen Seite. Ich wollte Frau Jones das Tür aufmachen. Naja, die kann sitzen bleiben. Frau Jones, komm mal raus. Und dann? Gucken wir, ob wir hier jemanden finden, der das arme Frau helfen kann. Wo soll denn wir müssen sein? Da drüben zum Animal. Aber ich muss auftanken. Das Schiff ist, wenn ich so gehe. Beteilige mich aber an das Sprit. Danke schon. Ella. Mhm. Hast du dich? Ey, das war wirklich Flavias Idee, nicht meine. Mhm. Etwas anderes Lustiges gehabt. Was denn? Das, was ich. Das habe ich bei Ella vorgeschlagen. Was denn? Dass du singen musst und dazu jemanden auffordern musst, dass er dann strippt. Dazu. Was nochmal? Dass du singst und der andere muss dann dabei strippen. Um Gottes Willen. Ja, bitte. Sie wünschen, was kann ich gegen sie tun? Ich hab doch gewusst, ich kenne dich, Dex. Manchmal abends, wenn ich bete, ich sehe dich vor mir. Ja, ne? Hallo, Petmax. Ich hab immer gedacht, Gott ist weiß. Ja, hey, ich bin da gut für die Neighbor. Gute Nacht, Tante Schlaf. Gut für die Rosen. Okay. Ich hab schon zu Jam gesagt. Ich glaube, bei euch sind einige ganz schön gute schwarze Kasachen. Aha. Auf geht's, Ella, einsteigen. Ja. Nee, zu spät. Wow. Wow. Also, sie brauchen ein bisschen in dicken Arsch rein katapultiert hat. Ja, der hängt ja schon. Fleifi. Wie alt ist das, Frau Jones, eigentlich? Wie alt ich über bin? Über 40. Ja. Ich bin 85 geboren. Oh, dann hast du dich 33. Sehr gut gehalten. Danke. Das war Spaß.
Ja, Franzis. Ja, alle. Keiner mehr im Stream. Warum ist er so ein Arsch? Hier ist keiner. Einfach, weißt du, manchmal darf man einfach bei sowas nicht hinhören, Vicky. Ich kenn Sprüche schon von Louis, weißt du? Bin abgehärtet. Man muss einfach auch mal Spaß verstehen. Oh, Vicky versteht gut Spaß. Nicht, wenn du sie nennst Planschku. Da ist auch keiner. Planschku ist ja auch gemein. Ja, aber es gibt Walnuss ist scheiße. Planschku. Als ob die Walnussleute Geld haben. Ja, deswegen, das ist scheiße. Ja, mein Charakter dann ist 85 geworden. Ich bin 89 geworden. Dann sagst du einfach 500 haben wir dir. Nein, das ist bei denen über, das ist bei denen mehr als eine Tour. Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal in das Meeting Point gucken? Mein Charakter. Auch hier, das habe ich extra gemacht. Ja, können trenne wir Charakter und. Vielleicht sind da jetzt ja andere. Meine Persönlichkeit. Da ist auch ein Geldautomat in der Nähe. Oder wir fragen Koba. Wie oft soll ich denn noch heute Freund von den Koba? Aha. Einmal noch soll sie es versuchen und dann ist auch okay. Würde ich sagen. Gucken wir erstmal an den Meeting Point. Ja, Meeting Point finde ich gut. Lass doch jemanden sein, bitte. Dex, habe ich eigentlich draußen gesehen, richtig, dass dein Nummernschild ist Doggy? Ja, ist mein Doggy. Okay. Da ist ein Dodge. Und das ist dein Verniedlichter. Genau, real life. Okay. Mein Mustang heißt auch Coco. Okay. Und mein Motorrad heißt Rola. Mach mal einen Chat-Check, wir sind alles im Chat. Haut mal raus. Einen kleinen Chat-Check. Mein Auto hat immer noch meinen Spitznamen von der Stickers damals. Der wäre? Jawohl. Weil Flores meinte immer, ich bin dein Teufel. Ah. Real-Life-Kacke, wow. Ja, der ist heute leider im Bett geblieben, sonst hätte ich euch mal, weiß ich nicht, vermittelt wieder. Ja, ich hatte den letzten Abend ganz kurz an das LSD-Bücher getroffen. Aber da war der so beschäftigt. Ich hatte auch nicht so lange Zeit. Alles was los. Kopf an! Das gibt Ärger. Oh, oder? Oh, oh. Oh, scheiße. Liegt jemand? Oh, nein. Das ist jetzt ungünstig. Aha, hey, da ist ein Koba. Werden jetzt Kopfschmerzen? Ich pack mal ganz schnell meine Waffe. Mach mal auf, komm mal. Oh, Ofen. Hätte ich mich anschnallen sollen. Kopfschmerzen. Oh nein. Minecraft, ich habe ein Dispatch gesendet. Kleine, und zwar, ich kann das gar nicht so laut sagen. Also, der Patient, der hat sich im Grund und Boden geschämt. Der hat uns gerade eine Sache gesagt und das hat ihn so mitgenommen, der liegt jetzt hier am Boden, also hat Genitalherpes. Ich stream seit 3 Jahren und ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, mein Mann kam auch irgendwie auf die Idee damals, so, ja, könnte man doch mal machen, wäre eine ganz coole Sache. Vladimir Heise. Ja. Ja, können Sie da vorbeikommen und sich das mal angucken? Also er riecht auch ziemlich streng, wenn ich mal so eine Nase nehme. Vicky! Okay, bis gleich. Ja, er wird jetzt gleich behandelt wegen Genitalherpes. Nicht im Ernst! Was? Oh Mann.
Guten Tag, Herr Officer. Hallöchen. Nicht MacMill, oder? Nee. Mist. Die MacMill hat schwarze Haare. Das ist richtig. Sie sind? O'Connor. Ach, Herr O'Connor, guten Tag. Herr O'Connor. Ja. Ja, meinst du, Mann streamt auch, aber nicht so oft. Ich bin nicht der. Auch mit seinem Mann. FIB O'Connor. Nee. Ja, was haben Sie denn für ein Anliegen? Die Sache ist, das ist mir jetzt auch ziemlich peinlich und mir fällt es auch schwer, darüber zu reden. Aber ich bin seit einem halben Jahr drogenabhängig. Und all das Geld, was ich vom Amt bekomme, gebe ich für diese Pillen aus. Und ich habe noch zu Hause 3 Kinder, die ich zu versorgen habe. Und ich schaff's halt einfach nicht, Geld zusammenzukratzen für einen Entzug. Das würde $1,000 kosten. Okay. Respekt. Könnten Sie mich da unterstützen? Haben Sie sich da schon mal an den Medizin gewandt? Weil da gibt's... Könnt ihr bitte einmal in euer Fahrzeug so ein bisschen einsteigen? Ja, das ist schwierig gerade. Ja, welches? Verstehe, ja. Ja, aber da haben ja auch die Mediziner Mittel und Wege, das über eine Versicherung abzurechnen, beziehungsweise mit einer Finanzierungshilfe zu stützen. Na, Vicky? Okay, ich sag mal so... $1,000, also... Die Behandlung kostet nicht ganz $1,000. Ein bisschen ist auch für Essen, ja. Meine Kinder haben seit 2 Tagen nichts gegessen. Wenn ich jetzt heute Abend wieder nach Hause komme mit, ich habe euch nichts mitbringen können, dann, weiß ich nicht. Okay. Oh, hallo. Ist das peinlich zu fragen? Ich schnurre auch echt ungern nach Geld. Das geht so. Weiß nicht wirklich, was los ist mit mir. Lass ihn ein bisschen leiser reden. Ich hab gehört, sie haben sich geoutet. Was? Vielleicht haben gesagt, fragen Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis. Ich meine, normalerweise unterstützt man sich ja auch in Gangs. In guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Sie traut sich nicht zu öffnen, was das angeht. Okay. Ich dachte, Sie so als Beamter, Sie haben da so eine neutrale Einstellung und würden mich nicht gleich verurteilen. Ich verurteile sie ja nicht. Das Problem ist, ich kann sie eben nur nicht privat unterstützen. Das ist zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich verurteile sie da gar nicht. Ich finde das gut, dass sie den Schritt wagen und sich das selber eingestehen. Nur ich kann ihnen da eben nicht helfen. Okay, dann muss ich Jeremy, Pascal, Chantal und Milo heute Abend sagen, dass es wieder nur Pappe zu essen gibt. Jetzt habe ich auch keine Donuts mehr. Ich frage mal. Wer hat denn angerufen? Ich. Also der Herr meinte, dass er davon nichts weiß. Gut. Also ja, er Sie kennt keinen anderen Zustand. Sie können mir das ruhig sagen. Weiß nicht, ich bin wie Arzt. Das normal aussieht. Ich habe ja, hab Ihnen ja gesagt, das juckt wirklich, seitdem ich neben so einer Planschkuh in einem Auto saß. Anscheinend hat er das von Ihnen. Daher würde ich Sie dann auch noch mal bitten, ins Krankenhaus zu kommen. Herr Kräft, gehen Sie mal ein Stück beiseite. Herr Kräft, nehmen Sie bitte die Baseballschläger weg. Wer sind Danke. Die Drogen bei ihr, dass die immer so aggressiv werden? Ja, deswegen ist ja auch... Ja. Also ich würde... hat die sich auch unter Drogeneinfluss das Genitalherpes geholt und hat mich jetzt angesteckt. Ja, wir hatten zwar gar nichts, aber ich hab die berührt. Also wer wo wen angesteckt hat, ist mir eigentlich relativ, aber trotzdem sollten sie damit... Du hast angefangen, dem Fall, Vicky. So, daher würde ich sie beide morgen bitten, Abstriche machen zu lassen. Nein! Sehr gerne. Vicky, ich hol dich auch ab. Aktuell haben wir aber leider keine Ärzte mehr im Dienst, die das machen könnte. Aber morgen sind bestimmt wieder welche für Sie verfügbar. Das ist kein Problem. Ich denke, dann kommen Sie am besten morgen Hand in Hand ins Krankenhaus und dann Abstrich. Nee, dann juckt ja alles dann bei mir. Und nicht nur genital.
Ja, jetzt ist sowieso schon zu spät. Ja, aber dann juckt das bestimmt überall. Dann habe ich Kratze bestimmt auch noch. Ich bin nicht Kratze. Ich glaube, viel schlimmer als Genitalherpes wird es nicht mehr. Ich habe kein Genitalherpes. Ich hoffe, dass ich mir das nicht alles... Ja, der Mann, der Herr behauptet das und daher müssen sie halt auch kommen zum... Aber ich denke auch, für den Schutz von der Gesellschaft sollte das Dame auch kommen. Auf jeden Fall sollte ich dieses... Ich würde sie schon mit der Kneifzange anfassen, nicht mehr gucken Sie sich die nochmal an. Ja, wer hatte denn vorhin seine Planschkuhbeine an meine? Das, du hast das bestimmt da angesteckt. Nee, vergiss es. Wie das Ganze entstanden ist, ist mir relativ. Aber dazu kommen Sie bitte beide. Ja, natürlich. Sehr gerne. Herr Kraft war das Name? Genau. Vielen Dank, Herr Kraft. Ich bin froh, Sie müssen dass ich da so offen darüber reden. Ja, ist gar kein Problem. Sie müssen ja nicht alleine da durchgehen. Ja. Durch und ich finde das auch gut, dass wir jetzt hier, damit das Fräulein Vicky nicht geht, auch Risiko ein, dass die Klappe auch einmal kommt. Ja, das Risiko bleibt halt immer und das sollten wir auch minimieren. Indem wir Scheiße, das halt erst geht's ihm gut. Oh, nee. Herr Kraft, glaub ich hyperventiliere gleich. Ich glaube, die kommen gleich. Sprich, die Baby. Guck mal, da kommt schon das Köpfchen raus. Ich bin nicht schwanger. Ich nehme mal den Stöpsel raus, warte. Ella, wie kann ich so geschwängert haben in letzter Zeit? Ihr habt doch keinen Mager gehabt. Fernbestäubung. Mach mal die 150. Also, war es im Schwimmbad. Dankeschön. Das ist offen im Ort. Dafür doch nicht. Nix, du hast gar nichts verpasst. Nix, du hast nichts gesehen. Komm, ist so schwindelig. Okay. Ja, dafür es hat keiner Genitalherpes oder Kretze oder sonst Frage, nein. Ist sie morgen schlecht? Müssen sie sich morgens übergeben? Was? Haben Sie gelöst da auf irgendwelche komischen Sachen? Ich? Kombiniert mit anderen komischen Sachen? Sie hat von Hüftgold erzählt. Nee. Und der hat Flatulenzen. Ach du heilige Scheiße. Ja, meine Oma hat immer gesagt, was keine Miete zahlt, muss raus. Ja. Aber nur wegen meinem Hüftgold. Das macht sie meine Toilettentrommel. Ja, solange es Valerie. Solange es, keine Ahnung, wie die Marke heißt, aushält, ist alles gut. Ich glaube, es geht gleich wieder los. Oh, ja, nicht, dass es ansteckend ist. Flatulenzen? Ja, was weiß ich, da bin ich Arzt. Pa, hier fängt es an. Und das etwas ist bestimmt ansteckend. Ella, am besten, Ella, hast du gerade einen fahren lassen? Ella, am besten kommen sie alle drei morgen ins Krankenhaus. Nee, mit der gehe ich da auf gar keinen. Ich habe gedacht, das riecht immer nach Rosen bei euch. Gar nicht wahr. Kein Ding, ich habe Sprühzeug dabei. Wahnsinn. Oh, ich kann nicht mehr, Dex. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich hoffe, dass es das Wiki ein Leere. Ich weiß zwar nicht, was ist passiert. Steck mir Gasmaske auf. Was? Hat sie nicht. Ey, du. Genitalherpes ist nicht das Schlimme, Wiki. Ella, weißt du, wer da gerade stand? Was denn? Ja. Oh nein! Ich kann nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Ich will schon mit jemandem abhängen, denke ich. Italien, besser. Vicky, ich weiß zwar nicht, was ist passiert mit Wladimir, aber egal was das jetzt ist, du bist selber schuld. Dex, fängst du die mal ein? Ich glaube, die macht Scheiße, welche 50er war denn jetzt meine? Nicht die noch. Eine 50er Messer und Gefechtspistole ist meine. Frau Jones, du weißt aber schon, dass das war jetzt nur Verteidigung. Ja. Ich kann nicht mehr. Sag mal, kommst du gerade oder was? Ist das für ein Lachen? Vicky weiß genau warum. Oh Mann, Vicky, warum musstest du mir das jetzt noch sagen? Vicky ist nicht in das Auto. Was? Wo ist sie? Die ist weggelaufen. Was? Nein. Ist sie nicht. Ist sie wirklich weggelaufen? Ich hasse dieses Auto. Oh Mann. Ist sie wirklich weggelaufen? Ja, die ist hier angelaufen. Nur zu dritt. Guck doch mal neben dich, Bliert. Vicky, wo bist du?
auf die Straße runter. Oh nein, ich komme zu dir, okay? Warum muss er sich in dem Moment auch... Warum? Das ist so richtig Karma. Ja, das ist wirklich Karma. Oh Mensch. Wo bist du? Ich bin mit meiner Aufgabe durch. Ja, bist du. Okay. Das war, ich habe heute keine Lust mehr zu spielen. Ich auch nicht. Machen morgen weiter. Kann noch nie so weit gelaufen sein. Wo bist du? Lass uns dich einsammeln. Dann werde ich schon wieder gemobbt. Nein, du wirst nicht gemobbt. Ich habe mich gerade beruhigt. Ist die Marathonläufer? Weiß es nicht. Aber warum ist gerade er denn dazu? Ich wollte das nicht anhalten kann. Mann, hätte nur gefehlt, dass der Kopf gesagt hätte, dieser O'Connor. Ja, hier kriegen sie bald. Also ich hole dir doch Geld für ihre Drogensucht. Die Drogenentzug. Das wär's doch noch gewesen. Ja. Hätte ihre Kinder heute Abend was essen können. Das wäre der Höhepunkt gewesen. Das wäre der Höhepunkt. Mann. Wo bist du jetzt, Maus? Sag mal. So Meeting Point. Meeting Point, okay. Hä? Zum Meeting Point. Mann, ey. Kann die zaubern? Schnell, sie dahin gerannt. Ich hab mich noch nie so geschämt. Das glaube ich dir. Vielleicht müssen wir jetzt vielleicht die bestimmt ruhig haben, genital her. Ich glaube, so. Wir müssen gleich nochmal eine Runde in den Fuchsbau. Oder? Weiß nicht. Da war sie. Oh Mann, Vicky! Oh, Vicky! Soll ich einsteigen? Hinten links. Der zweite Kopf war der, mit dem Vicky flirtet. Nee, hinten rechts zieh Ella raus. Die war fies. Hinten rechts zieh ich Liert. Wie, ach zu so. Wem war ich fies? Dann vorne rechts, Vicky. Ich war nicht fies. Oh, ups. Vicky, ich weiß nicht, was da los war jetzt. Kopfschmerzen. Wow. Und wo seid ihr? Auf dem Weg zu dir, Ella. Okay. Bis gleich. Okay. Vorne ist besetzt. Ja, wir müssen auf Vicky warten. Meinst du nicht, die schämt sich noch im Boden? Nein. Ich würde dann auch noch mal kurz in mich gehen. Nur so zwei Minuten nach. Check ganz kurz eine Mail. Oh, Ella! Das tut mir leid. Ella? Ich denke, okay.
Gut, dann haben sie das dann nicht mehr bekommen. Mhm. Wenn Ella gerade so ein bisschen abwesend ist, ne? Aha. Ich habe noch meine Rasiermaschine dabei. Und das auffällt, wenn ich hinten so ein kleines Stückchen wegmache? Nee, ich glaube nicht. Ich mach das mal. Ella? Hat Frau Jones jetzt eine Zeit gehabt? Vicky? Hast du doch Haare, die hat kein Fernsehen mehr. Was hast du mir abgeschnitten hinten? Ja. So. Du hast keinen Pferdeschwanz mehr. Du hast jetzt nur noch schulterlange Haare. Ella? Ich glaub, Vicky. Mit einer Kurzhaarfrisur anfreunden, weil du hast. Ich wollte nur so ein klein bisschen den Ansatz, also so unten den Ansatz, weißt du? Dann hast du dich bewegt, nicht gemacht. Es hat Hast du nicht gemacht? Und jetzt guck da mal hin, ich glaube, der hilft nur noch Glatze. Ich würde jetzt sogar in die Fresse hauen. Das hast du nicht gemacht. Ja, du hast dich bewegt. Das hast du nicht gemacht. Ella, wir müssen zum Friseur, das sieht ganz schrecklich aus. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ella. Ja. Wir sind sofort weg. Ich musste kurz was rasieren. Nein, ich musste Haare, also Kopfhaare wegrasieren.